Ja, ich wollte ganz kurz eine kleine Einführung geben zu unserer ersten Panelrunde. Und zwar werden das moderieren Vivian Buchhorn und ich, Merle Kröger. Wir sind beide Autorinnen und freie Kuratorinnen. Und auf Einladung des Arsenal Institut für Film und Videokunst, von dem es später auf jeden Fall noch mehr zu berichten gibt, haben wir zusammen mit Volker Pantenburg, Professor für Filmwissenschaften an der Uni Zürich, auf der Basis unserer Forschungs- und kuratorischen Arbeit zu den Filmschaffenden Harun Farocki, Sohrab Shahid Saless und Navina Sundaram seit 2020 drei Symposien bzw. Panels unter dem Titel Recht auf Öffentlichkeit veranstaltet. Wen es interessiert, dem schicken wir gerne einen Zusammenschnitt, ungefähr 10 Minuten, mit dem wir, ach, kommen mir ewig hervor, was anderes machen im Mai bei dem Festival Archival Assemblies begonnen haben. Nur ganz kurz, wen hatten wir zu Gast bei diesen Panels? Wir hatten Redakteurinnen von WDR und Arte, wir hatten Menschen vom Goethe-Institut da aus den Bereichen Jura, Gäste oder Produktion, wir hatten Wikimedia und die Bundeszentrale für politische Bildung zu Gast, KuratorInnen, JournalistInnen, KinomacherInnen, Archivexperten aus den Sendern, die neuen deutschen MedienmacherInnen und wir hatten Interventionen von Studierenden der Mediendramaturgie an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Auch darüber wird es später noch mehr zu erfahren geben. Wir hatten aus dem Digitalausschuss des Bundestages jemanden zu Gast und wir konnten schon mal einen Blick in die Schweiz werfen, den wir heute noch mal ein bisschen erweitern werden. Schritt für Schritt haben wir uns dem Begriff Bibliothek der Bilder angenähert, der aus einem Briefwechsel von 1975 zwischen Harun Farocki und dem Redakteur Joachim von Mengershausen vom WDR stammt und der die Utopie eines frei zugänglichen Archivs der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten formuliert. Dieses Bibliotheksmodell war auch eine Grundlage für unsere Ausstellung hier. Und wir wollten einfach dafür mal so eine Art Modell entwickeln. Bettina Ellerkamp und ich, die diese Ausstellung sozusagen als Idee versucht haben umzusetzen. Und dieses Modell möchten wir heute in der Abschlussveranstaltung gemeinsam weiterentwickeln, damit diese intensive Beschäftigung auch vielleicht über diese Ausstellung hinaus eine nachhaltige Wirkung entfaltet. Das bezieht sich einerseits auf die Beschäftigung mit den Fernseharchiven generell. Darüber werden wir im ersten Panel sprechen. Und andererseits natürlich auf das sehr besondere transnationale Archiv des kleinen Fernsehspiels an der Schnittstelle von Fernseh- und Filmgeschichte, mit dem wir uns nochmal auf dem zweiten Panel beschäftigen möchten. Wer keine Zeit hatte oder die Gelegenheit, sich die Ausstellung vorher anzuschauen, der nutze gern die Pause zwischen 1 und 2 dafür. Und wir sind natürlich auch hier und ansprechbar, falls es Fragen gibt. Genau. Wer die Ausstellung gesehen hat, den würden wir gerne einladen, die Möglichkeit zum Gespräch und zur Interaktion zu nutzen. Denn so wie wir das sehen, wird es in Zeiten von Kürzungen nicht leicht werden, diese Frage auf die politischen Agenden zu setzen. Das haben wir auch schon gemerkt, wenn wir Gespräche geführt haben. Viele wollen natürlich mitreden über den Programmauftrag des Fernsehens, wird viel diskutiert. Es wurde ein Zukunftsrat gegründet. Es gibt einen Medieninnovationsfonds der Deutschen Akademie für Fernsehen. Die Produzentinnenverbände sind mit im Gespräch. Und dabei werden die Archive gerne so ein bisschen, ich will nicht sagen übersehen, aber außen vor gelassen, weil natürlich weiß man, da gibt es das Urheberrecht, das steht so groß, wie es ist, towert sozusagen so darüber. Und damit werden manchmal Gespräche, finde ich, ein bisschen zu vorschnell abgebrochen. Und das würden wir gerne heute nochmal aufnehmen, diese Frage. Doch in den Archiven, und da zitiere ich jetzt meine Kollegin Mareike Bernin, liegt ein unermesslicher Schatz an Bildungsinhalten, historischen Zeitdokumenten und Filmgeschichte. Um diese Inhalte einer diversen Öffentlichkeit zugänglich zu machen, braucht es Modelle zukünftiger Archivpraxis. Und solche Praxis versteht das Archiv als Raum, der Mediengeschichte nicht als Herrschaftsnarrativ abbildet, sondern als Geflecht verschiedenster und durchaus widersprüchlicher historischer Erzählungen, die Resonanzen in der jeweiligen Gegenwart erzeugen. Genau, das ist so ein bisschen das, was für uns dahinter steht. Ich möchte jetzt gerne unseren ersten Gast vorstellen, der heute eine Keynote halten wird. Bart van der Linden hat studiert Informationsmanagement in Tilburg und Medienwissenschaften in Nijmegen.
Seit 1998 bereits ist er bei Sound und Vision in den Niederlanden, zunächst in der Abteilung Dokumentation des Fernseharchivs, seit 2009 im Museum Bild und Ton, zuständig für Research und Content Development für Ausstellungen. Seit 2011 leitender Kurator und arbeitet an der Schnittstelle von Archiv und Öffentlichkeit des Medienmuseums in Hilversum. Und von 2016 bis 2023 gehörte er zum Kernteam zur Erneuerung dieses Museums. Und genau, wir würden uns gerne ein bisschen inspirieren lassen von den Erfahrungen aus dem Nachbarland. Herzlich willkommen, Bart van der Linden. Danke sehr. Hier muss man. Also, danke Merle. Ich möchte mich gerne bei Salim Green für die Einladung bedanken. Als Mitarbeiter des Niederländischen Instituts für Ton und Bild, Bild und Geluid, auf Niederländisch Sound and Vision in Englisch, möchte ich gerne unsere Erfahrungen bei der Öffnung unseres audiovisuellen Archivs teilen. Allerdings werde ich dies auf Englisch tun, damit fühle ich mich etwas wohler als auf Deutsch. Das nächste Mal werde ich die gesamte Präsentation natürlich auf Deutsch halten. Wenn es kein Problem ist, wechsle ich jetzt auf Englisch. So, who am I and why am I here? My name is Bart van der Linden. I work as editor-in-chief for the newly reopened Media Museum of Sound and Vision in Hilversum. And I'm responsible, as Melle said, for the development of the storylines and the content of the museum. More on that later. First of all, what is Sound and Vision? The Netherlands Institute of Sound and Vision, Beeld en Toon of Dutch, is located in this beautiful building on the Media Park in Hilversum, nearby Amsterdam. And this building was opened in 2006 after the merger of various audiovisual archives in the Netherlands. And as you see on this slide, we have been growing. Sorry. Okay, so you didn't see the building. That's a shame. This is the building that was opened in 26, and you see in the picture on the left, you see the entrance. The building is 12 stories up. Well, it's 7 stories up and 5 stories down. And what you see on the left picture and the bottom corner is our archive, the depots. So, where was I? Since 2006, we have been growing, as you can see on this slide. We have been merging with several institutions in the Netherlands, the Dutch Press Museum, the Museum of Communications in The Hague. 2 years ago, we have been merging with the biggest music library in Europe, MusicWeb. And earlier this year, we reopened the new museum. At this moment, we are an organization of more than 500 staff and volunteers. And this is our mission statement that is focused on keeping the Dutch media heritage alive. And that is translated in every department of our organization. And this is what we are. In essence, we are an audiovisual archive that goes back to the oldest pictures we have in our archive are from 1898. And the collection is growing every day, as it were. So if you want to know more about the media history of the Netherlands, you come to us. At this moment, as you can see, the collection is about 1.5 million hours of images and sounds, and so much more.
But the largest part of our collection is the archive of the radio and television programs of the Dutch public broadcasters. And I have a little clip to show you what it's all about. So that gives you a little idea of our collection. But we are mainly known as the archive for and of the public broadcasters called NPO in the Netherlands. But we are not part of this organization. Sounders Vision has been given the task by the government of managing the audiovisual heritage as an independent organization on behalf of these broadcasters. And you might know that the multi-form public broadcasting system in the Netherlands is quite exceptional and hard to explain, but I'll give it a try. In short, in the past, since the 1920s, public broadcasters were created in the Netherlands for every social group. That is called polarization, or of Deutsch, Verzuilung. For instance, the Protestant organizations got their own broadcasters, just like the Social Democrats and the Roman Catholics. And for a long time, all these different organizations had their own archives. But in the 1990s, it was decided by the government that the archives needed to bundle, and that is what has become Sound and Vision. And as you see, as you saw, the collection consists not only of sound and vision, but also newsreels, music produced in the Netherlands, government information, and in recent years also computer gaming, web video, social media posts, and websites. So, what is our collection and what do we do with it? We as an archive are mainly funded, as I said, by the Dutch government. This allowed us to digitize a large part of the collection consisting of film, video and audio tapes in the period of 2007-2014. And so that was a big step for us of becoming digital. And since 2006, we also have been connected to the digital infrastructure of the public broadcasters. And that's when we really became a digital archive. And the connection to that infrastructure means that radio and television programs of today flow into our archive immediately after broadcast and are available for reuse. And this process of digitization has made it much easier to open up our archive, and it has boosted the reuse of a collection in every single way. And reuse is one of the important tasks we have as an archive. We store and give access to those thousands of hours of audiovisual material that we see as cultural heritage, so it can be used by reused by media makers and the general public. We do not own the material, but we preserve it and we give access to it. And we have developed a digital... archive system where our customers can search and order the material, and we help them if they want to use it with clearing of the material. If there's an agreement for reuse, the rights holder receives a compensation, and at this moment we receive in about 1.2 million euros every year on issuing licenses, and that figure grows every year. So our target groups. Sound and Vision has different target groups. For instance, our collection is being used by program makers, broadcast professionals, schools and universities, cultural institutions, libraries and the general public in the Netherlands, but also in the European Union. And we actively encourage, among other things, the use of our archive material by documentary makers and broadcast professionals. Over the last years, we have been working together with, for instance, Netflix on a drama series on the 1980s and international documentaries. This is one of the best known clips from our collection, as you saw earlier in the collection video. And this is the image of a girl from 1944, that is a
unique part of it. That's a part of a unique amateur film from the Dutch deportation camp of Westerbork. It has been used in countless documentaries on the Holocaust. Another example is our collection of Anthony Fokker, the aviator. That is part of a collection and that has been used in the drama series on his life. But what also really helps and to for the general public to get to know our archive is our managing director, who is a regular guest on a daily talk show in the Netherlands, where he talks about clips from our collection and tells about the context of our archive. For us at Sound of Vision, it is our long cherished wish to make as much of our collection as public as possible and give it back, as it were, to the Dutch public. At this time, we can only give online access to a small part of a collection due to rights. And that is mainly material in the public domain and the cinema newsreel of which we are the co-owners. We recently started the Treasury project, in Dutch Schatkamer, which aims to make 60% of our complete collection available online by 2025, with the help of the Dutch government again. We have been in consultation with the rights holders for this purpose for several years, and for us it's a major breakthrough that this will become reality. This major project also fits with our objective of having a collection that is as accessible as possible as for us as the guardian of the Dutch media heritage. So, onto my part of our organization, the Media Museum. As I told you before, when the new Sound of Vision building opened in December of 2006, we also opened a brand new museum for media. This new museum, then called the Media Experience, was unique in its kind. An interactive museum about radio and television where you could access thousands of hours of digital archival clips. The museum was a big success because of the innovative setup. The mix of nostalgia and new interactive technologies appealed to a big audience. Since then, we get almost about 200,000 visitors every year. A few years after the opening in 2006, we saw the world of media change rapidly. The rise of YouTube, the rapid development of smartphones and computer gaming, new forms of social media, the explosion of user-generated content in the online world. All those things were no part of the museum, and we thought it should be. So the story of our media experience no longer suited the changing media world, and it was time for a new story. In 2016, we started with a small team to write the new story. The goal was to build a state-of-the-art media museum that was accessible, informative, educational, future-proof and modern. No longer a museum about radio and television alone, but a museum about all forms of media that matched the visitor's perception of the world of media. As editor-in-chief, I personally wanted a museum with more context, that did more storytelling than before, and that would shed light on the present, past and future of media, and that would better meet the needs of the modern media user. And we have a small impression of how it looks. So this is what I've been working on the last 7 years. And in order to tell the story of modern and traditional media and the history properly, we could use our own archive. But also we wanted to use other sources. For using the own archive, we had an important agreement with the rights holders of our archive, like the public broadcasters, so we could use this content within our building. But unlike in the old museum, in the new museum, we also wanted to use much more footage from other sources, like private broadcasters,
news companies, websites, social media platforms, gaming companies, advertising. We needed those to tell the complete story. To facilitate this kind of reuse, we had to set up a clearing team that was responsible for getting permission to use all this new content in our museum. In the end, last year, we had a team of 5 people non-stop clearing and licensing the hundreds of clips and materials from other collections. But thanks to our legal department, we also found an ingenious way to use the right to quote. The so-called quotation right helped us use footage without permission, but following strict certain requirements. Without this right to quote, we weren't able to open our museum last February and tell these stories about the importance of media in our everyday life. That's one of the big lessons we learned from developing this new media museum. And now it's time to take a step further and open up our archive further. This fits into our ambition to maximize the access to our audiovisual heritage and educate the general public about the role of media in their everyday lives. This concludes my talk. And dankeschön. Ja, ich möchte unsere weiteren Gäste begrüßen und fange mal an hier zu meiner Linken, Claudia Wick, Studium der Fernsehwissenschaften in Köln und Berlin, 1996 bis 1999 Chefredakteurin der Berliner Tageszeitung Taz, freie Journalistin mit Schwerpunkt Fernsehen in Berlin, bis viele Jurytätigkeiten gemacht, 2013 bis 2015 Leiterin des Fernsehfilmfestivals Baden-Baden, und seit 2015 Leiterin der Abteilung Fernsehen, Bibliothek und Daten der Deutschen Kinemathek, Museum für Film und Fernsehen in Berlin. Was genau das beinhaltet, wirst du uns gleich selber erzählen. Du bist seit 2022 Gastgeberin des Fernsehsalons, einer Gesprächsreihe mit Persönlichkeiten aus der Branche zum Thema Programmauftrag des Fernsehens, also auch ein bisschen natürlich das Thema, was hier immer wieder auftauchen wird. Unter anderem hast du Dunja Hayali, Julia von Heinz, Mo Asumang und andere zu Gast gehabt. Vielen Dank, herzlich willkommen, Claudia Wick. Und dann haben wir hier links von Bart van der Linden, Rabea Limbach, herzlich willkommen. Studium Soziologie, Erziehungswissenschaften und Geschichte in Koblenz und Heidelberg, Promotion im Bereich der Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Uni Heidelberg, Volontariat beim SWR in Baden-Baden. 2016 bis 2019 in der Hauptabteilung Information, Dokumentation und Archive des SWR und des SR im Funkhaus Baden-Baden als Teil des Projektteams SWR Retro. Ist das richtig? Ja. Warst du tätig? Einem abteilungsübergreifenden Projekt, das historische Fernsehproduktion über die ARD Mediathek zugänglich macht. Auch diese Website haben wir offen. Also wir können auch hin und her springen und einfach mal in Dinge reingucken. Hier wäre zum Beispiel ARD Retro. Genau, damals SWR Retro, jetzt ARD Retro. Genau. Seit 2019 im Deutschen Rundfunkarchiv in Potsdam-Babelsberg tätig. Zunächst im Stabsbereich Rechte und Lizenzen mit den rechtlichen Rahmenbedingungen für die digitale Archivöffnungsprojekte beschäftigt. Und jetzt Koordinatorin für das Online-Projekt Retro Spezial DDR, einem Teilprojekt von der ARD. Retro, ne? Und außerdem arbeitest du an der Fortentwicklung der weiteren DR-Web-Angebote mit, also Online-Angebote. Herzlich willkommen. Genau. Ja, liebe Rabea Limbach, wir fangen direkt da an, wo wir aufgehört haben, nämlich bei Ihnen. Und dazu lässt sich sagen, wir versuchen ja eigentlich schon seit 3 Jahren miteinander zu sprechen. Also im Sinne von, wir sprechen viel, wir sind im Dialog seit 3 Jahren und haben uns sehr gefreut, dass es heute klappt. Denn Sie haben als Wissenschaftlerin im Fernsehen viel publiziert auch zu dem Thema. Und ich würde gern beginnen, damit wir alle nochmal so eine Basis haben und verstehen, über welches Dilemma der öffentlich-rechtlichen Rundfunkarchive wir hier überhaupt sprechen. Und zwar mit einem Zitat von Ihnen, das lautet wie folgt.
Aus meiner Sicht geht es in dem ganzen Urheberrechtsdiskurs in Deutschland sehr viel um die Rechte des Einzelnen und zu wenig um die Interessen der Gemeinschaft. Wir haben einen beitragsgeförderten Rundfunk und ich persönlich bin der Überzeugung, dass die Gesellschaft bessere Möglichkeiten haben müsste, auf die Produktionen zuzugreifen. Die derzeitige Situation hat aber auch damit zu tun, dass die Archive der ARD-Sender zwar einerseits an öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten angebunden sind, sie aber andererseits keinen Status als öffentliche Archive haben, wie zum Beispiel die Landes- und Bundesarchive. Öffentliche Archive unterliegen der Bundes- und Landesarchivgesetzgebung und haben dadurch einen Auftrag und auch die Möglichkeiten, Quellen zugänglich zu machen, zum Beispiel nach dem Ablauf pauschaler Schutzfristen. Solche Fristen gibt es aber für die Archivbestände der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nicht. Außerdem unterscheiden sie sich auch dadurch, dass die Rundfunkarchive Produktionsarchive sind. Also alles, was in ihnen aufbewahrt wird, ist potenziell noch Programmvermögen der Rundfunkanstalt, also weiterhin verwertbar. Daher haben die Rundfunkarchive einfach eine andere Stellung. Das ist schon eine Weile her, dass Sie dieses Interview gegeben haben, 2019, auch im Rahmen der Vorstellung des SWR-Retro-Projekts, das Sie ja federführend auf die Wege gebracht haben. Vielleicht können Sie so einen Einblick geben, wo wir heute stehen und ob dieses Dilemma für Sie immer noch aktuell ist oder ob es vielleicht auch schon Bewegung gegeben hat. Ja, also seit ich das im Interview gesagt habe, habe ich natürlich eigentlich die Rolle gewechselt, muss man sagen. Also jetzt bin ich beim Deutschen Rundfunkarchiv. Damit sind wir zumindest keine Archivabteilung einer Rundfunkanstalt, sondern wir sind eine gemeinnützige Stiftung, die natürlich schon den Auftrag zur Öffnung hat und die aber eher historische Bestände verwaltet, also von DDR-Rundfunk und von Reichsrundfunkgesellschaft im Kern. Also zumindest bin ich heutzutage in einer anderen Institution und muss es von dort mit dem Projekt vielleicht etwas anders denken. Ich glaube, das Dilemma besteht weiter so, denn wir sind eben ein Verbund von ARD-Archiven. Das Deutsche Rundfunkarchiv ist da eben eine Ausnahme, aber ist eine von der ARD getragene gemeinnützige Stiftung. Die anderen Rundfunkarchive sind Abteilungen der Rundfunkanstalten und dieses Dilemma, sind wir Programmvermögen oder haben wir diesen öffentlichen Öffnungsauftrag? Das besteht natürlich nach wie vor weiter. Jetzt habe ich den Faden etwas verloren. Was war der andere Teil der Frage? Die Idee wäre jetzt vielleicht mal darüber zu sprechen, was der Status wäre und was auch jetzt, Sie haben es gerade angesprochen, von SWR Retro zu ARD Retro, wo stehen wir da jetzt? Und wie gucken Sie auch jetzt auf das ganze ARD Retro-Projekt zurück oder aus DRA-Perspektive? Genau, also 2019 rum hat das ganze Jahr mehr Fahrt aufgenommen. Damals ist der SWR in der ARD-Mediathek mit ein paar tausend Videos gestartet. Heute gibt es ARD-Retro und zwar sowohl in der ARD-Mediathek als in der ARD-Audiothek. Das ist die Neuerung seit letztem Jahr und da sind heute auch noch in diesem Jahr im Oktober noch einige Rundfunkanstalten dazugestoßen. Wir haben also in der Mediathek 20.000 Videos immerhin mittlerweile zugänglich. Das mittelfristige Ziel war zunächst mal 40.000 Videos. Das ist allerdings nur die erste Ausbaustufe. Und zwar aus den Jahren bis 1965 haben wir zugänglich gemacht und arbeiten daran, den Bestand weiter zu öffnen. Also alle Rundfunkarchive plus das Deutsche Rundfunkarchiv hier im Speziellen mit dem DDR-Rundfunk. Und in der Audiothek sind es aktuell, glaube ich, 2000 Audios, auch aus der Zeit bis 1965. Also es ist so insofern ein großer Erfolg, weil sich jetzt mittlerweile in der ARD alle Rundfunkarchive regelmäßig vernetzen und treffen zu diesem Angebot und eben ja weiter daran arbeiten, die Archive gemeinsam zu öffnen. Allerdings erstmal nur bis zum Jahr 1965, also es geht um die frühen Produktionen. Aus vielen rechtlichen Gründen kann man zusammenfassen. Und jetzt gilt es halt, eine Perspektive weiterzuentwickeln. Also das eine ist, das weiter zu füllen. Es gibt einfach noch sehr viel, was in diesen Rahmen hineinpasst aus den einzelnen Archiven. Und zum anderen aber dann natürlich auch über Perspektiven nachzudenken, wie kann man es weiterentwickeln. Vielleicht da noch eine Rückfrage der Kritik auch an dieser, also wir wollen ja auch diskutieren und die Kritik daran wäre etwas, was uns später auch zu Claudia Wick führen wird, also die kuratorische Idee, dass wir aus einer
Genau, KuratorInnenperspektive, die auch viel zu historischen Filmen arbeitet, dass es da zwei Kritikpunkte geben könnte, nämlich einmal, dass es keine Form der kuratorischen Vermittlung gibt und diese kuratorische Vermittlung eben auch keine Bildung, also kulturelle Bildung, so Aspekte, wie wir gerade im Vortrag auch gehört haben, sowas wie ein Mediengedächtnis hilft aufzubauen und Verbindungen zu knüpfen. Dazu haben Sie mal ganz dezidiert gesagt, Sie sehen sich auch nicht in der Rolle, quasi dort einzugreifen, also wie so eine vorzufiltern oder zu steuern. Wie denken Sie darüber heute? Also ich glaube, der Öffnungsbegriff in der ARD ist tatsächlich im Moment, zumindest in diesem ARD-Retro-Kontext, ist tatsächlich so, dass wir öffnen wollen. Also wir wollen zur freien Verfügung und Recherche eigentlich bereitstellen. In diesem Sinne wollen wir nicht eingreifen. Das heißt aber nicht, dass wir auf anderen Ebenen nicht auch darüber nachdenken, wie kann man dann letztendlich vermitteln. Von daher war auch eher mein Kommentar, wir wollen möglichst wenig eingreifen, wir wollen möglichst viel zugänglich machen, dass die Leute sich selber mit Geschichte auseinandersetzen können. Also eigentlich aus Archivperspektive wäre es schon unser Wunsch, dass es breit recherchierbar ist und dass möglichst wenig im Archiv verweilt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich die Frage, wie vermittelt man? Und da muss ich sagen, unsere Kraftanstrengung ist im Moment, es zugänglich zu machen. Natürlich würden wir uns wünschen, dass es auch vermittelt wird. Und wir überlegen auch über, wir denken über Kooperationen nach. Wir sind zum Beispiel auch im Gespräch mit dem ZZF. Wie können wir das gewährleisten? Wir haben natürlich auch eine kleine Homepage, aber mit der kann man sich wahrscheinlich jetzt nicht so brüsten, wo wir versuchen, hier und da zu kontextualisieren. Also dort sind wir wahrscheinlich noch relativ schwach aufgestellt, aber tatsächlich ist es auch so, dass unser erstes Ziel erstmal war, breit öffnen. Und es ist ja auch tatsächlich ein legitimer Wunsch aus Teilen der Öffentlichkeit zu sagen, naja, jetzt lasst uns aber auch mal ran, lasst uns recherchieren, wir wollen uns selber auseinandersetzen. Genau. Genau, vielleicht lassen wir es erstmal an dem Punkt so stehen, weil die Frage ist ja auch, wie kann man eigentlich recherchieren? Jetzt gehen wir mal weiter zur Deutschen Kinemathek. Ich habe auf deiner Website, Claudia, ein Zitat gefunden, was ich sehr toll fand. Viele fragen mich, wie lange wird es das Fernsehen noch geben? Und ich frage zurück, welches Fernsehen meinen Sie? Das Gerät, den Inhalt oder die Tätigkeit? Das finde ich sehr treffend im Moment. Und deswegen würde ich gerne beginnen mit der Frage, welches Fernsehen meinen Sie oder meinst du in Zukunft? Was kann die Deutsche Kinemathek leisten? Also Stichworte Mediathek, Sammlung, Unterhaltungsaspekt und so weiter. Ich antworte, wenn du mir den Gefallen tust und mein Archiv aufrufst, da gibt es nämlich dann ein Bild, wie unsere Mediathek aussieht, hoffe ich jedenfalls. Ja. Nee, ja, dann ist die andere, das ist unter Besuch, egal. Dann machen wir es, mache ich das später, genau. Also es ist so, als ich das ins Museum gegangen bin, aus dem aktuellen Journalismus heraus, der sich natürlich immer mit dem Neuesten, dem Hundertsten oder dem Letzten beschäftigt, habe ich ein Museum vorgefunden in der Kinemathek, die gesagt, dass sich sehr stark angelehnt hat an den Filmbegriff. Es war eine Sammlung aus ganz klassischen Dokumentarfilmen oder Spielfilmen, also die Genres, die wir aus dem Film kennen. Das ist schon mal der erste Punkt. Für mich ist halt Fernsehen erstmal auch alles das, was das Fernsehen selber erfunden hat. Die ganzen Formate. Da gibt es eine sehr lange Formatgeschichte, die ich sehr wichtig finde und in der jetzt zum Beispiel Thomas Gottschalk seine Geschichte beendet hat gestern Abend. So. Das ist jetzt für mich auch museumsfähig, dass man sagt, diese letzte Sendung nehmen wir in die Sammlung auf. Dann gibt es aber weiterhin natürlich die Fragestellung, wo habe ich das eigentlich gesehen? Gucke ich mir das überhaupt noch an? Oder gibt es nicht, also es gab ja dann auch schon die ersten Dinge, wie jetzt Funk zum Beispiel, die gar nicht mehr lineares Fernsehen war. Da habe ich in einem Raum auch die Geschichte des Fernsehens in 5 Schritten erzählt und der letzte Schritt ist Funk. Ja, da lachen heute die jungen Leute schon wieder drüber, weil das schon, das war vor ein paar Jahren noch neu. Und ich glaube, das hast du ja auch gesagt, wir sind in einem wahnsinnigen Transformationsprozess. Ich bin der Meinung, in unser Bereich gehört tatsächlich auch eine bestimmte Form von Gaming, nämlich das, was narrativ ist, nicht jede Art von Gaming, aber doch
eine bestimmte Art von Gaming. Wir können das aber alles gar nicht leisten. Insofern müssen wir unterscheiden zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Aber natürlich löst sich der Fernsehbegriff total auf. Also am Ende meines Berufslebens kann man nicht mehr sagen, ich beschäftige mich mit Fernsehen. Als ich das angefangen habe, als ich das studiert habe, sagten Leute, what? Kann man das auch studieren? Ne? Also das ist sozusagen jetzt so eine Arbeitsbiografie der Veränderung. So, vielleicht beantwortet das ein bisschen die Frage. Also diese 13.000 Sendungen, die man bei uns sehen kann, jetzt ist vielleicht das Foto da zu sehen, das sind, sind 6 Sichtungsinseln. Dahinter gibt es eine Datenbank, das ist zur Verfügung gestellt zur freien Recherche. Und da sind die museumsnahen Rechte geklärt. Auch da, wir dürfen alles innerhalb des Hauses zeigen, aber nicht draußen. Wir könnten mit einem Mausklick alle 13.000 Sendungen ins Internet stellen, auch mit Downloadlink. Technisch wäre das möglich, aber wir dürfen es natürlich nicht. Und das ist noch richtig der klassische Fernsehbegriff, also alle Genres, und die das Fernsehen zu bieten hat. 7 Jahrzehnte, 3 Systeme, also DDR-Fernsehen, BRD-Fernsehen und das neudeutsche Fernsehen. Und ich bin dann halt 2015, als ich ins Museum gekommen bin, ist mir klar geworden, dass diese Kontextualisierung der wichtigere Punkt ist. Dass die Leute mit diesen 13.000 Sendungen nicht viel anfangen können. Die sitzen vor der Datenbank und so wie man bei Google immer am Anfang als erstes seinen Namen eingegeben hat, weil man nicht wusste, was man mit diesem Schlitz machen soll, kommen unsere Museumsbesuchenden da rein und versuchen irgendwas zu finden, was sie kennen. Das ist aber nicht unbedingt das, was wir exemplarisch sammeln. Und deswegen gibt es jetzt bei uns Fokus Fernsehen heißt, das gibt es verschiedene Angebote, die aus der Sammlung entstehen und die bestimmte für eine gewisse Zeit bestimmte Themen nach vorne holen, die das kontextualisieren. Gibt es einen Text im Magazin dazu? Also wir versuchen das sozusagen mit dem kleinen Besteck, das wir haben, auf jeden Fall die Kontextualisierung in den Vordergrund zu stellen. Insofern sind wir sozusagen ein Pendant. Mich rufen dann halt die Leute immer an und ich mache einen Dokumentarfilm, kann ich bei Ihnen das und das kriegen? Dann sage ich mal, nee, wir sind nicht das Archiv der Sender. Ja, wir haben das auch nur in kleingerechneten MP4s, ja, aber wir können den Leuten, die zu Hause Fernsehen gucken und sich dafür interessieren, über diese Mediengeschichte zu reflektieren, denen können wir Reflexionsangebote machen. Ich würde gerne schon jetzt auch das alle mit einladen, mitzudiskutieren. Wer was dazu sagen möchte, gibt es ein Saalmikro? Ja, da ist Linda mit dem Saalmikro. Also die Frage wäre ja schon, wenn wir jetzt mal das Beispiel Holland nehmen, Niederlande, Entschuldigung, wie können wir oder wollen wir überhaupt einen öffentlich zugänglichen Ort schaffen, an dem Forschung, Bildung und Unterhaltung zusammengeführt werden, dieses kulturellen Erbes, über das wir uns ja irgendwie einig sind, dass das ein kulturelles Erbe ist, diese Archive. Ich würde gerne ganz kurz auch nochmal historisch werden. Also es gab eine Mediatheksbewegung in den 70er Jahren, angeführt von Eberhard Fechner, einem wirklich wichtigen Dokumentarfilmer, der festgestellt hat, dass im Produktionsarchiv des NDR Filme nicht mehr vorhanden waren, weil man gesagt hat, das brauchen wir nicht mehr. Und er hat genau diese Idee gehabt. Und, genau. Und unser Haus ist eigentlich sozusagen der Ideennachfolger. Ich habe Aktenschränke, wir sind ja eben auch ein Archiv, voll mit Korrespondenzen. Da waren ARD, ZDF, RTL, Sat.1, die damals großen 4 Sender waren dabei. Es sollte eben ein Haus werden, in das man gehen kann, seine Sachen anschauen kann und gleichzeitig recherchieren kann. Ja. Und das ist dann nicht zustande gekommen aus rein ökonomischen Gründen. Und wir verwalten das jetzt auf Sparflamme, indem wir eben sagen, wir haben diese exemplarische Sammlung, man kann zu uns kommen, man kann sich auch Dinge ansehen und wir richten uns an Leute, die sich für Fernsehen interessieren, also an Museumsbesuchende. Man kann in der Bibliothek, die ich auch administrativ betreue, natürlich auch, das ist eine Fachbibliothek, sich über Film und Fernsehen wissenschaftlich informieren, aber wir richten uns an Leute, die gerne noch mal Dalli sehen wollen. Ja, aber davon, die finden nur sehr schwer in unser Haus, weil das Haus relativ akademisch daherkommt. Insofern war das, was ich gesehen habe, ist, glaube ich, der richtige, aber auch der sehr teure Weg, zu sagen, wir wollen auch ein Erlebnispark sein, wir wollen es zusammenbinden, was die jungen Leute interessiert. So. Aber das ist eigentlich, diese Geschichte gibt es ja. Diese Geschichte ist schon einmal gescheitert. Man muss sich fragen, ob man sie noch mal auf dieser Ebene revitalisieren kann. Nach welchen Kriterien sind die abrufbaren Medien ausgewählt in der Mediathek? Also
Wir haben einerseits Sammlungen, die wir exemplarisch vollständig halten, wie zum Beispiel den Tatort und auch den Polizeiruf, weil das eben sehr populäre Sendeformate sind. Da ergänzen wir komplett. Wir haben exemplarische Formate wie zum Beispiel die Lindenstraße. Das war mal ein großes Projekt, das wir auch gemacht haben, wo wir gesagt haben, für eine tägliche Serie wollen wir mal exemplarisch zeigen, was passiert, wenn man da 30 Jahre jede Woche eine Sendung zeigt. Wir haben ein ganz wichtiges Projekt bei uns ist, dass wir mit dem Grimme-Institut zusammenarbeiten, weil es auch ein rechter Trick ist, wenn man beim Grimme-Institut nominiert wird, muss man unterschreiben, dass man bereit ist, ein Exemplar der Sendung, wenn es den Preis gewinnt, auch in unsere Mediathek zu geben. Und wir haben das rückwärts auch geschlossen. Das gibt es, also seit 2006 gibt es diese Verabredung und wir haben das dann seit, den Grimme-Preis gibt es seit 60 Jahren. Wir können also sagen, wir haben alle verfügbaren, preisgekrönten Sendungen, die der Grimme-Preis je ausgezeichnet hat, in unserem Archiv. Und so versuchen wir exzellentes Fernsehen und nach bestimmten Formatkriterien beispielhaft ein Format auch vorzustellen. Das ist unsere Idee. Und dann haben wir natürlich Personenarchive. Jetzt im Moment, Thomas Schad, der Dokumentarfilmer, hat sein Produktionsarchiv abgegeben und dann schließen wir natürlich auch da und sagen, wir wollen jetzt alle Filme von Thomas Schad auch in der Mediathek zeigen, so es Fernsehfilme sind. Also wir wachsen entlang von bestimmten Kriterien, die ein erweiterter Qualitätsbegriff sind. Also das kleine Fernsehspiel kommt bei uns vor, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, die Kino-Koproduktion ist das Beste, was wir haben und die kleine Unterhaltung machen wir auch oder so, sondern wir versuchen das Fernsehen darin abzubilden, was es leisten kann, haben aber zum Beispiel keine Sportrechte, weil die Sender uns die nicht geben und können natürlich nicht ein Nachrichtenarchiv sein. Und wenn du gerade zu Barth nach dem Vortrag gesagt hast, wir haben die gleichen Probleme und ihr habt die Lösung, vielleicht können wir da auch nochmal rückblickend auf Barths Vortrag. Was genau meinst du? Woran beißt du dir dann die Zähne aus? Was ist es? Woran scheitert es? Naja, es ist dieses Quote-Right, es ist dieses Zitierrecht. Ne? Wir haben in Deutschland, gibt es das eigentlich so nicht. Also geben wir dafür aus, mit Urheberrechtsanwälten die Lücken zu definieren und zu sagen, was dürfen wir machen. Und ein großer Fortschritt war jetzt für mich, dass wir mit der ARD verhandelt haben, einen neuen Vertrag, wie wir unsere museumsnahen Rechte ausüben können. Und darin ist uns gewährt worden, dass vorausgesetzt, die ARD besitzt selber die Rechte, also hat nicht nur eine einmalige Ausstrahlung gekauft, dass wir bis zu 3 Minuten im Internet zitieren können. Das haben wir aber vertraglich vereinbart. Ja, das bedeutet, ich kann kleine Trailer machen, ich kann Social Media machen, ich kann mich auch dahin an Leute wenden, wo die Leute eben auch sind. Das steht mit dem ZDF noch aus, aber ich hoffe auch da, dass wir da so einen Anschlussvertrag bekommen. Und wenn ich aber, sobald ich jetzt, wir sprachen eben über Linda de Mol und diverse Rechte, die eher so in Hilversum liegen. Es gibt inzwischen eine ganze Fernsehgeneration, die bei uns nichts finden können, weil sie Privatfernsehen getrieben sind und weil das Lizenzrechte sind, über die auch wir nicht, an die wir nicht rankommen. Und dadurch verändert sich natürlich der Blick auf das, was Fernsehen ist, einfach durch die Rechtelage. Und wenn man ein allgemeines Zitierrecht durchsetzen kann, also wenn man also dann Backing hat, dass man sagt, das ist auf jeden Fall Gemeingut, das darf man auf jeden Fall. Wir kennen alle diese Diskussion auch aus dem Journalismus, als plötzlich klar war, what, wenn ich auch nur eine Zeile aus der Süddeutschen zitiere, muss ich eigentlich schon der Süddeutschen Geld dafür bezahlen. Also die Monetarisierung von Urheberrechten, von denen ich ja auch als freie Journalistin lange gelebt habe, ist natürlich für die Art von Zugänglichmachung ein Riesenproblem. Und wir können dann als staatlich geförderte Einheit, müssen wir da auch sehr penibel sein. Wir können ja nochmal auf dieses... Ja, da gibt's das Wort nennen. Okay, ich will euch gleich mit einziehen. Alejandra? Ich wollte noch mal auf eine Sache zurückkommen, die Sie ganz am Anfang gesagt hatten, sozusagen, Sie konzentrieren sich auf das zur Verfügung stellen und nicht auf das Vermitteln. Und ich denke, irgendwie die ganze Zeit ist in meinem Kopf, aber das kann man, glaube ich, fast gar nicht voneinander trennen, weil ja natürlich schon diese zur Verfügungstellung eine Form der Vermittlung ist, die zum Beispiel bestimmte Themen setzt. Und man kann ja sozusagen nicht einfach alles zur Verfügung stellen, sondern man muss das ja sozusagen vermitteln. Und ich frage mich so ein bisschen, warum man diese Trennung eigentlich überhaupt einführt gedanklich, weil mir das total zentral scheint, darüber nachzudenken, wie vermittle ich sozusagen das, was zur Verfügung steht.
Und zum Beispiel bei dem Museum in den Niederlanden zum Beispiel habe ich mich auch gefragt, das ist ja eine sehr starke Setzung am Anfang zu sagen, Sie kommen rein und melden sich mit Ihrem individuellen Profil ein. Eine andere Form der Vermittlung wäre ja, Sie als Gruppe kommen und werden als Gruppe sozusagen, also sozusagen setzen sich als Gruppe oder mit den Gegenständen auseinander. Ne? Also deswegen, ich komme nicht ganz klar mit der Trennung von Vermittlung und zur Verfügungstellung. Ja, wahrscheinlich war mein Statement dazu auch zu kurz gegriffen. Ja, wir haben tatsächlich in der Mediathek auch diese Sammelseiten, in denen wir natürlich versuchen, auf gewisse Themen auch Interesse zu wecken, um den Leuten einen Einstieg zu ermöglichen. Wir sind eben in dieser ARD-Mediatheksoberfläche. Das hier ist jetzt die Sammelseite und es gibt auch noch eine spezifische DDR-Seite. Wahrscheinlich, wenn Sie weiter runter scrollen, kommt so eine Sammelreiter mit allen, also es gibt nämlich noch Seiten der einzelnen Rundfunkanstalten und genau, aber etwas weiter hoch finden, kommt dann auch der Link auf die, hier müsste irgendwo so wo, da BR Retro, SWR Retro und wenn Sie nach rechts scrollen, müsste auch Retro Spezial DDR da kommen. Okay. Dieser Slider, genau. Wahrscheinlich sind wir da rechts vom Bildschirm gekippt. Aber das kann sein wegen der... Genau, also wir kuratieren tatsächlich auch, weil wir das Gefühl haben, wir kriegen die Leute natürlich nicht, wenn wir nur einen Suchschlitz anbieten, tatsächlich. Und von daher kuratieren wir schon, aber es ist bei uns, steht es wirklich relativ zurück, weil wir haben schon das Ziel möglichst chronologisch. Also wir gehen tatsächlich, wir haben gewisse Sendereien, aktuelle Kamera, Prisma, Umschau etc. aus dem DDR-Fernsehen, die gehen wir tatsächlich chronologisch durch und gucken, was können wir alles davon online stellen. Wir haben dann aber noch, weil wir diese Sammelseiten haben, auch machen wir ab und zu auch kuratierte Sammlungen, die wir quasi vorziehen in der Online-Stellung, um ein gewisses Thema, also zum Beispiel Jubiläum Mauerbau oder sowas, anbieten zu können. Aber letztendlich geht es eigentlich schon darum, chronologisch möglichst viel der Sendereien und dann auch neue Sendereien zu öffnen, sodass sich ein möglichst lückenloses Archiv ergibt, was sich dann auch recherchieren lässt. Über die Recherche können wir gerne auch nochmal diskutieren. Wir sind tatsächlich in der ARD-Mediathek. Das war auch eine politische Entscheidung. Das heißt, wir bauen auf die Infrastruktur auf, die wir da schon haben. Wir konnten im Prinzip kein eigenes Archivportal entwickeln, was die Funktionalitäten hat, die wir uns vielleicht dann vorerst gewünscht hätten. Aber ich finde, das hat auch einen großen Vorteil, denn es finden einfach enorm viele Menschen zu diesem Content, was wir wahrscheinlich mit einem eigenen Angebot gar nicht geschafft hätten. Also allein die 2000 DDR-Videos, die wir jetzt online haben, 2000, genau, insgesamt sind es 20.000 ARD-übergreifend. Die haben, glaube ich, fast 700.000 Abrufe jetzt nur in diesem Jahr. Und das war jetzt gar kein starkes Jahr, weil wir Technikprobleme hatten und gar nicht so viel weiterfüllen konnten, wie wir wollten. Da haben wir gerade einen neuen Zuliefer-Workflow aufgebaut, sodass wir glauben, hätten wir jetzt ein eigenes Portal oder das auf unseren Präsenzen gemacht, hätten wir auch gar nicht diese Öffentlichkeit und dass die Leute immer wieder darauf stoßen, dass es dieses Angebot gibt. Von daher musste man hier auch abwägen und die ARD hat natürlich beschlossen, alles soll auf den großen Portalen stattfinden. Entsprechend findet auch die Archivöffnung auf den großen Portalen statt. Führt natürlich auch dazu, dass wir schauen müssen, wie wir hier Funktionalitäten implementieren können. Wir müssen uns im Prinzip anstellen, weil natürlich die Redaktionen viele Ansprüche an dieses Portal haben, wie es sich entwickeln soll und wir auch. Und wir müssen einfach schauen, wie wir das dann mitentwickeln können. Von Archivseite. Ich weiß nicht, ob das die Frage ist. Aber die Frage zielte ja auch so ein bisschen darauf ab, man hätte ja auch zum Beispiel textlich einbinden können. Es gibt keine Texte bei den... Es gibt es in der Mediathek einfach nicht. Also diese Funktionalitäten, wir sind quasi in dieser Infrastruktur, die auf Bild vor allem setzt. Ja. Aber es gibt doch normalerweise in der Mediathek auch zu Fernsehsendungen Textbeschreibungen. Ach so, ja. Man hätte ja auch. Aber also nicht auf diesen Sammelseiten. Also wenn Sie jetzt auf die Videos gehen, dann sehen Sie natürlich, dass es Metadaten zu den Videos gibt. Also es gibt eben eine Kurzbeschreibung, es gibt einen Titel, es gibt ein Sendedatum etc. Also das ist schon vorhanden, das übermitteln wir auch alles. Genau, hier sieht man das, dass natürlich darunter noch was ist, aber es ist natürlich relativ beschränkt.
Es gab noch weitere Fragen? Also wir haben auch mit DDR, kann man sagen, versucht zu kontextualisieren. Es musste abgegrenzt werden, dass wir natürlich einen anderen Bestand öffnen. Daher ist der grün anstatt gelb und hat auch jedes Video einen kurzen Vorspann, der sagt, es handelt sich hier um DDR-Fernsehen, um einfach darauf hinzuweisen, es ist DDR-Staatsfernsehen. Es ist eben nicht im ARD-Mediensystem entstanden. Dort ist eine Frage und dann da. Ja, ich habe zwei Fragen, und zwar zunächst mal den Kollegen aus Holland. Wenn Sie das mit dem Zitatrecht vielleicht gleich noch etwas ausführlicher erklären können. Das stand vorhin auf so einer Folie drauf, aber die wischte ziemlich schnell vorbei. Vielleicht kann man das noch mal ein bisschen ausführlicher machen. Und dann, was dieses Retro-Angebot betrifft, das ist natürlich super, dass es das gibt, aber das ist halt sehr vom Archiv her gedacht. Und es gibt ja auch ein aktuelles Programm bei den Öffentlich-Rechtlichen, und das ist ja so eine eigene Wissenschaft, zu gucken, wie lange ist Fernsehspiel XY oder Film XY in der Mediathek. Das ist mal eine Woche, mal ein Monat, mal ein halbes Jahr, mal bis 2025. Und ja, bei Netflix zum Beispiel ist es anders. Da weiß ich, Orange is the New Black, wird, solange es Netflix gibt, werde ich das immer da finden. Und das erwarte ich eigentlich auch als Gebührenzahler, dass, wie Sie selbst ja gesagt haben, Sachen, die ich mal bezahlt habe, dass die mir halt auch dauerhaft zugänglich gehalten werden. Das ist für Sie eigentlich gar nicht die richtige Frage, weil Sie im Archiv arbeiten, aber vielleicht kann man da trotzdem mal was dazu sagen. Danke. Kann man ganz kurz dazu sagen, dass man, die Leute sagen immer so, wenn ich das schon mal bezahlt habe, es gibt halt eine Reihe von Kooperationen, die da zum Beispiel davon ausgehen, dass etwas entsteht und das darf bis 2025 im öffentlich-rechtlichen System stehen und dann geht es zu Netflix, weil Netflix auch schon bezahlt hat. Es ist eben so, dass wir immer das Gefühl haben, dass wir mit diesen Gebühren, die wir da jetzt entrichten, mit diesen, dass wir jetzt sofort das für immer gekauft haben. Ja? Wir haben es eigentlich ausgeliehen wie in der Videothek. Genau, es sind die Rechtskonstellation darüber, weil die Rundfunkanstalten haben nicht immer dann alle Rechte daran, sondern sie haben zum Beispiel auch eine gewisse Menge an Ausstrahlung etc. gekauft und dann kommt natürlich auch noch das Rundfunkrecht dazu, was sagt, es darf gar nicht alles unbefristet in der Mediathek stehen, sondern es muss gewissen Kriterien entsprechen. Es gibt den sogenannten Sieben-Stufen-Test. Nein, drei Stufentest. Gott sei Dank nur, aber selbst der ist ja anstrengend genug. Also es gibt auch rechtliche Vorgaben, die dafür sorgen, dass nicht alles langfristig in der Mediathek stehen kann. Also das ist tatsächlich komplex, aber ich kann verstehen, dass es nach außen auch schwer zu verstehen ist, warum was wie lange online ist und warum man es danach nicht einfach wieder zugänglich machen kann. Ja. I'll answer in English if you don't mind. The right to quote, yeah. I'm not our lawyer, so I'm not the expert on this, but I was very happy I could use it, because what we discovered was the right to quote, you can bend it a little bit and you can use it in our museum context in a way that is really, it is within the law and it works really good for us. That means if you have a clip of 30 seconds, if you put it in the right context with the source, etc., mentioned to it, you can use it without permission. That is the way I understand it. And we used it on a big scale. And that is why that our lawyer is doing a tour through Europe explaining how it works. So is that an answer to your question? Yes. Now, well, we also use it online. We create several online stories, and we use it also in that context. But also using our own archive, using it without certain requirements. And also what is very important is the context. It always has to be in context. I'm not sure. I heard that the right to quote here in Germany is somewhat different, but also unser Anwalt sagt, das gibt es im deutschen Recht nicht. Also es gibt ja auch immer viele Leute, die sagen, ja, 30 Sekunden darfst du immer Zitatrecht. Es gibt nirgendwo niedergeschrieben dieses Zitatrecht. Aber es gibt natürlich sozusagen einen Common Sense, wie man mit Dingen
verfahren kann. Es gibt auch dieses, wo kein Kläger, da kein Richter. Und in aller Regel ist man besser beraten, wenn man sagt, wir wollen das jetzt in einem Zugänglichmachungskontext. Wir benutzen das nicht aus kommerziellem Interesse, sondern wir wollen damit was erklären. Exactly, ja. Ja, und je mehr man es kontextualisiert, desto mehr wird es dem Rechteinhaber schwerfallen zu behaupten, dass ihm ein wirklich riesiger geldwerter Nachteil entstanden ist, dass ich diese 30 Sekunden gezeigt habe. Deswegen ist das, und bei uns ist es halt so, dass wir der Vertrag darüber hinaus dann für uns regelt, dass wir das zu Werbezwecken benutzen können für diese Mediathek, weil das wäre keine Kontextualisierung in diesem Sinne. Ich will nochmal erklären, warum der Herr Rosenthal da hochgesprungen ist bei Dalli Dalli. Also ich will nochmal was erklären über so eine Formatgeschichte, sondern da sage ich ja, ich möchte gerne unser Museum bewerben. Und das wäre dann zum Beispiel in diesem Kontextualisierungssinne keine Kontextualisierung mehr. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir da jetzt den Vorstoß haben, dass man uns gesagt hat, wir sind Partner dieses Museums, also verstehen wir, dass ihr auch im Netz Werbung machen müsst. Das ist ja eine riesige Veränderung in den letzten 10 Jahren, dass wir wissen, dass eigentlich auch die ganze Kommunikation über ein Museum auch alles online stattfinden muss. Hier waren 2 Wortmeldungen. Ja, das schließt so ein bisschen dazu an. Ich weiß so auch ganz grob so ein bisschen, aber die Frage war so ein bisschen, ob Sie das nochmal die groben rechtlichen Probleme erklären können, weil meine konkrete Frage ist, warum kann man nicht direkt an die Filmemacher, die ja auch Urheber sind, sozusagen diesen Archivnutzen kontextualisieren, weil die allermeisten wollen ja, dass ihre Filme gesehen werden. Und grundsätzlich glaube ich, ist auch voll wichtig, dass auch wenn es kompliziert ist rechtlich, zu diskutieren und zu erklären, weil eben für alle, die so das mit den Netflix-Mediatheken vergleichen, sich denken, Mensch, diese ARD-Mediatheken, einmal funktionieren die nicht, dann ist immer irgendwo schwarz und man findet nichts und dann ist es wieder weg und dann muss ich auf YouTube, um das zu googeln, und das ist halt einfach für die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunkbeitrags nicht gut. Ja. Ja, ich würde gerne nochmal, ich habe das im Blick, ich höre auch gleich wieder auf, ich würde da gerne nochmal einbringen, ich arbeite in meiner Freizeit auch als Schriftstellerin, und wenn ich ein Buch geschrieben habe, dann kommt das in eine Bibliothek und da ist es verfügbar, das weiß ich auch, und dann gibt es Tantiemenmodelle, die das regeln, und ich frage mich immer, kann man nicht sowas auch für Filme, also früher, als es noch DVDs gab, war es auch so, dass unsere Filme, also Produktionsfirma, unsere Filme auf DVD dann in der Amerika-Gedenkbibliothek zum Beispiel standen. Es gibt Bibliotheksrechte. Irgendwie frage ich mich immer, das muss doch in irgendeiner Form übertragbar sein auf diesen Content. Ja, ja, ich glaube, wir müssen einfach nochmal sagen, dass 70 Jahre Fernsehgeschichte auch eine Schichttorte ist, wie so ein Baumkuchen. Ja? Dass die Sender bis 1965 Rechte klären und jetzt ein Retroprogramm machen, haben einfach auch was damit zu tun, dass die Verträge bis 65, 66 einfach so war, alles du machst es, gehört mir jetzt. So. Dann fing das an, interessant zu werden für Leute. Das schlimmste Jahrzehnt sind meiner Erfahrung nach die 90er, weil jeder einzelne Produktionsbeteiligte und jede einzelne Produktionsbeteiligte hat daran ein Recht. Die Leute sind jetzt 80 plus und häufig verwalten jetzt die Erben die Rechte. Das heißt aber nicht, dass die Rechte verfallen. Ich muss also nicht nur, um die Frage gleich mit zu beantworten, ich muss jetzt nicht nur Helga Reinemeister fragen, darf ich das jetzt mal irgendwie zeigen, die jetzt leider verstorben ist, aber jetzt nur mal so als ein Beispiel, sondern ich muss dann auch alle, die da mitgespielt haben, alle die Kameraleute, ich müsste die alle auftreiben. Und wenn ich also Anfragen stelle an die Archive, ob jetzt ARD oder ZDF, dann kommt irgendwie häufig, wir wissen noch nicht mal, wer da alles dabei war, ja? weil auch damals die Aufzeichnung noch nicht so gut war. Und wenn ich also jetzt, ich liebe zum Beispiel Querschnitt, Holmer von Ditfurth, der schon 1974 vom Klimawandel gewarnt hat, das möchte ich eigentlich jeden Tag einmal viral gehen lassen, dann muss ich jetzt Jutta Ditfurth fragen, ob ich das darf. Ja? Also das ist nicht trivial. Und heute haben alle daraus gelernt. Und heute haben aber auch, ich sehe auch hier Produzenten im Raum, auch die Produzenten haben eben gelernt, viele sagen jetzt, wir geben Ausstrahlungen ab, wir produzieren das auf eigene Kosten. Das gehört dann gar nicht den Sendern mehr, sondern die Sender haben das Recht, das 10-mal in ihrer Kette auszustrahlen und dann 2 Jahre in der Mediathek zu haben. Das ist leider
etwas, was man auch gar nicht einheitlich behandeln kann. Man muss bei jedem einzelnen Stück, wenn man sorgsam ist, muss man gucken, wie ist da die rechte Lage. Die Archive sind auch sehr freundlich und sehr gut aufgestellt. Alles ist digitalisiert, alles ist, ist gut abrufbar. Ich hätte gerne einen Zugang zur FESAT-Datenbank, aber das kommt vielleicht auch noch irgendwann. Und dann, aber dann geht die Arbeit eben erst los. Und wir reden halt auch von Wirtschaftsmodellen. Ne? Wir reden davon, dass Produktionsfirmen sagen, ich habe sehr viel Geld investiert, ich bin stark ins Risiko gegangen, um diese Serie zu machen. Und jetzt möchte ich natürlich gerne auch, dass das nicht einfach so irgendwo eingestellt wird. Vielleicht kann ich noch ergänzen. Also wir haben natürlich hier auch Nachrichtenbestände etc., die wir zugänglich machen. Das ist nochmal anderes als Filmwerke, aber man muss halt auch bedenken, da wurden ja auch international Schnittmaterial eingearbeitet, wo man nicht dauerhaft die Rechte hatte. Fotos wurden eingeschnitten. Es ist oft gar nicht so genau dokumentiert, welche Fotos alle eingeschnitten worden sind. Es ist Musik drin, wo man natürlich auch nicht dauerhaft die Rechte hat. Es sind teilweise vorbestehende Werke, künstlerische Darstellungen. Also man muss auch eigentlich jedes Video für sich angucken und einen großen Kriterienkatalog an Rechten durchgehen. Und da kommt es einfach dazu, dass da enorm viele Rechtehalter sind. Ja. Ich möchte zwei Sachen sagen. Das erste, was das Zitatrecht anbelangt, es gibt kein Gesetz, aber es gibt Grundsatzurteile. Und das ist ein Begriff, der ist dynamisch. Ist von Land zu Land unterschiedlich. Wenn wir für ADA arbeiten, müssen wir nicht nur das deutsche Urheberrecht, sondern das französische. Und wenn ich dann ein Archiv in die USA gebe, habe ich die noch am Hals. Aber es ist was Dynamisches. Das heißt, man könnte nun auch andere Urteile bewirken, wenn man Klagen führt. Die konservativsten in diesem Spiel sind die Sendeanstalten selbst. Weil die sitzen nämlich auch auf einem Programmvorrat und verteidigen den. Ja? Das heißt, ich wäre als Produzent bereit, viel radikaler mit Zitatrecht umzugehen. Ich werde aber vom Justiziar der Sender ausgebremst. Ja, das vielleicht dazu. Aber ich würde eben trotzdem ermutigen zu sagen, das Urheberrecht muss nicht so bleiben, wie es derzeit ist. Das kann sich auch verändern. Und es kann auch im Sinne von Volksaufklärung, wer ist der Teufel, am Ende auch ein Gesetz geben, was progressiver wäre. Das ist das eine. Das andere, was Netflix anbelangt, Orange is the New Black, das wird nicht ewig bei Netflix bleiben. Die haben auch nur bestimmte Lizenzen an vielen Dingen, die sie machen, und sie nehmen am Ende auch vieles aus ihrem Kram raus. Also das ist nicht so. Was ich aber eigentlich sagen möchte, ist, so schön diese Geschichte in Holland ist oder in den Niederlanden, ich glaube, das ist immer noch old school. Das ist noch im Buchdenken verhaftet. Ja? Das ist dieses alte physische Archiv, wo die alten Dokumente noch gelagert sind, die Papiere und die alten Folianten und so weiter. Ich glaube, dass es gar nicht notwendig ist. Man muss das so sehen. Ich komme nun vom Film her wie ein nonlineares Schnittsystem. Ja? Da müssen gar nicht die ganzen Materialien an einem Ort verbunden werden. Die müssen nur verknüpft werden. Man könnte nun Ihr Archiv verknüpfen mit Ihrem Archiv, mit dem Archiv von Beta oder den Hinterlassenschaften von Kirsch. Die müssen gar nicht alle zusammengebracht werden in ein großes Haus. Ja? Das ist das eine. Das zweite ist, was die Verbindung ist zwischen Vermittlung und Archivierung. Das ist genau der Punkt. Es müsste eine Archivierung geben, die virtuell ist, die im Prinzip alles verbindet, die alle Archive, die alles Material, was da ist, verknüpft. Und die Arbeit, die diese Leute machen, ist im Prinzip eben die Vermittlung, die sagen, wir nehmen in unsere Darstellung, in das, was uns interessiert, kuratieren wir diese Fernsehgeschichte oder die Geschichte des Arthouse-Films, ja, und versuchen, die zu vermitteln. Ich glaube, man muss es so denken. Wobei, ganz kurz nochmal, ich finde auch die physische, ich würde das nicht einfach so wegdiskutieren. Klar, es ist toll, wenn man Archive virtuell verbinden kann, aber wir haben gerade in den letzten 10 Tagen gemerkt, es gibt auch durchaus etwas an so einem physischen Ort, wo Menschen hingehen, sich auseinandersetzen mit Filmen, darüber sprechen, forschen können dazu. Das sollte ja mal so eine kleine Modellsituation hier werden. Klar. Überlagern. Genau.
Wollen Sie erst? Ja, also ich wollte nur sagen, ich finde es gut, darauf nochmal hinzuweisen. Wir arbeiten, glaube ich, in den Archiven alle daran, unsere Metadaten austauschbar und vernetzbar zu machen. Dafür muss man irre viel Standardisierungsarbeit auch aufbringen, weil alle Erfassungen natürlich auch individuell bisher für die Museen oder für die Archive geleistet worden ist. Das ist auch ein Bereich, den meine Abteilung mitmacht. Wir haben dann Permanent Identifier, wo wir wirklich sagen können, wir wollen gerne, dass wenn das in Hilversum liegt, dass wir das dann auch erfahren. Das bezieht sich aber nur darauf, dass wir dann wissen, dass es da ist und wo es ist. Physisch, das ist eine ganz andere Frage. Wo geht das Material hin? Da hat das Fernsehen ja auch eine leidvolle Geschichte, ständig Dinge umkopiert zu haben und immer weniger Datendichte dabei hergestellt zu haben, weil man dachte, das wäre jetzt der neueste heiße Scheiß. Und jetzt stellen wir fest, es kann überhaupt nicht mehr der technischen Qualität gerecht werden, die wir eigentlich bräuchten. Aber es ist auch da so, dass die wir zahlen unseren Beitragsservice bei ARD und ZDF auch dafür, dass sie diese Archive vorrätig halten. Es ist alles digitalisiert worden. Viele ARD-Sender geben gerade uns das Ausgangsmaterial, also die Zelluloid-Büchsen, an unser Archiv, weil sie es selber nicht mehr brauchen, weil sie es digitalisiert haben. Und wir haben so einen Tsunami jetzt in der Filmabteilung, auch jetzt auch von Fernsehsachen, nachdem erst alle Kopierwerke pleite gegangen sind und wir ganz viel Material von den Kopierwerken übernommen haben, kriegen wir jetzt irre viel Zeugs von den Sendern. Es ist unsere Aufgabe im Filmarchiv, das ich bis vor 2 Jahren auch selber mitgeleitet habe, ist unsere Aufgabe vor allem das Bewahren und auch zugänglich machen. Beim Fernsehen ist es zugänglich machen und in kleinen Teilen auch bewahren. Wir werden aber, das ist eine andere Diskussion, ich will es nur trotzdem einmal sagen, die Digitalisierung führt auf allen Ebenen dazu, dass wir nur einen Bruchteil der Geschichte wirklich vernünftig bewahren können, weil wir sie restaurieren, digitalisieren und aufheben müssen. Und wie wir zum Beispiel E-Mails aufheben, wie wir YouTube, die schon die ersten 10 Jahre von YouTube sind, glaube ich, schon verloren. Die Festplatten gibt es zum Teil schon nicht mehr der ersten Influencer. And that is why we do YouTube Archive. Genau, also genau. Yeah, for the Dutch, what we do at Soundavision is make a selection of all these Dutch produced YouTube content and in fact it's basically illegal what we do, but we do it because if we don't do it, it will be gone someday. Genau. Und die ersten Leute, die Filmrollen aufgehoben haben, wo wir jetzt sagen, dass die haben es auch alle illegal gemacht, das gehörte denen auch nicht und die haben es einfach aufgehoben und 100 Jahre später freut man sich drüber. Also wir stehen auch vor einer riesigen Problematik in allen Bereichen und wir sind eben auch nicht unbedingt so wahnsinnig reiche Institutionen. Wir müssen uns auch genau überlegen, was wir damit machen. Und dieses Bibliotheksbeispiel ist ja richtig, funktioniert aber auch nur, weil es seit 100 Jahren gelernt ist, dass wenn man ein Buch geschrieben hat, dass man dann kriegt man so einen Vertrag und dann schreibt man ja Filmrechte und denkt, wie soll mein Sachbuch verfilmt werden? Egal, unterschreibe ich. Bibliotheksrechte, das wird alles sozusagen, das ist ein... Das ist ein Mindset, also da haben wir gestern schon drüber gesprochen, weil in den Niederlanden, glaube ich, einfach vor 30 Jahren andere Wege eingeschlagen wurden und es ist dann schon eine Frage auch, des politischen Willens und der Vermittlung überhaupt dieser ganzen, des Wollens an Leute, weil ich bin ja nicht doof, ich lese ja meine Verträge als Autorin, aber Bibliotheksrechte sind natürlich selbstverständlich für mich, genauso wie als Filmemacherin. Aber da gab es, glaube ich, noch mehr. Ja, Entschuldigung. Ich möchte noch gerne vielleicht aus einer Perspektive, die jetzt so ein bisschen vielleicht am Rand erscheint, nämlich aus der Forschung und Vermittlung an vielleicht auch Universitäten sprechen, habe eigentlich 2 Fragen an Bert, auch um sozusagen diese niederländische Situation im Vergleich zu der deutschen nochmals ein bisschen zu beleuchten. Das eine ist... ist vielleicht eher ein Nebenschauplatz. Ich bin über den Begriff in der Präsentation jetzt nicht von Ihnen, aber jetzt über Deutschland des Programmvermögens gestolpert und würde mich interessieren. Die Niederlande ist ja dafür bekannt, dass man sich schon auch für kapitalistische Verwertungszusammenhänge interessiert. Wie denn eigentlich dort mit diesem sogenannten Programmvermögen argumentiert wird, ist das ein Problem für Belt and Cloud, dieses Argument? Und das andere, was mich aber noch mehr interessiert,
passiert im Zusammenhang mit Vermittlung. Wenn ich richtig informiert bin, ist ja in den Niederlanden für die Heritage-Institution nicht nur Education, also Vermittlung, wichtig, sondern die haben alle auch die Auflage, dass sie sogenannte Research and Development Abteilungen haben und Aufträge erfüllen. Und in meiner Erfahrung trägt das, diese Trias von Education, Research und Development dazu bei, dass eben auch sehr viel, ich sage jetzt mal, agiler und enger mit den verschiedenen Institutionen, Universitäten und so weiter auch zusammengearbeitet wird in den Heritage-Institutionen. Oder sehe ich das falsch? No, I think you're right. Our R&D department is very big because of all the European funding. And because of the European funding, we can do a lot in expanding our view of how to use this cultural heritage in a big way. So yeah, and I think that that's something we talked about yesterday also, that media literacy is a very big thing with us, but also a few weeks ago we had our Belgian partners visiting Hilversum, and there we noticed that we have a common goal. Media literacy in schools, in universities, because it's that important to learn young people how to use media and how to see media. So yes, I think that is a very important thing, and that is also, happily for us, that the Dutch government sees that also. So we get funding to do all these things, and also with the help of the European Union. I'm not sure, your first question was about program. And how do you translate that? I'm not sure. Program capital. Sorry? Program asset. The capital you have consisting of all the materials and programs you have. Yeah. Now, well, to answer that, we don't own the material. We preserve it. The ownership is with the networks, the broadcasters, the makers. So we preserve the capital, as it were, but we don't own it, and we have to get permission to use it. And because of this agreement with the public broadcasters, we can use it in a way that is within the law, within the agreements with the rights holders. Thanks. Maybe I can rephrase it, but I think you already give an answer. But for the German context, as far as I understood, this argument about this capital kind of prevents from doing certain works that you are doing. So my question was, why is it not an obstacle in the Netherlands, and why is it an obstacle here, to put it more bluntly? Yeah, and I think the answer to that is that we are independent. We are not part of the public broadcasters, we're an independent organization. We can do our own thing, but within the agreements with our rights holders. So that is a very unique, and I noticed, as I tried to explain in my talk, that as a result of this whole polarization thing in the Netherlands, and we had all those, we had the KRO for the Roman Catholics and NCRV for the Protestants. We had all those broadcasters, and they were part of the public broadcasting system, but they had their own content. And happily for us, they decided in the 1990s to concentrate all these archives into one organization, and that became Sound & Vision. And that's a very unique, but also for us a very helpful, and yeah, it's some kind of a blessing for us. Also vielleicht kann ich es auch nochmal für Deutschland ein bisschen erklären. Das Wort Programmvermögen ist aufgetaucht bei den Privatsendern, weil das für die eben
sozusagen, die haben halt gesagt, ich investiere in ein Programm und dann kann ich das 7-mal aufstrahlen und dann habe ich die Werbeunterbrechung und damit verdiene ich mein Geld und das Programmvermögen schmilzt jedes Mal mit einer Ausstrahlung und irgendwann ist es auf Null. Wenn ich es also jetzt jemand anderem gebe, dann schmilzt es vorzeitig. So haben eigentlich AD und ZDF davor gar nicht gedacht. Das ist dann natürlich rübergenommen worden, dass in dem... Also genau, also dann hat man gesagt, ach stimmt, wir haben ja auch Programmvermögen. Ja? Die, das BFI in London nimmt immer noch jeden Tag das komplette BBC-Programm auf. Wir haben auch angefangen in unserem Museum mit einem Aufzeichnungsservice, aber natürlich ist das ein Wahnsinn, wenn man jetzt alle Sender komplett aufzeichnen würde. Dann hätte man aber das Material. Und wenn man bräuchte nur noch einmal mit den Sendern verabreden, wir haben ja auch die Verabredung, wir haben einen Mitschnittservice, wir dürfen das auch. Wir könnten hätten das theoretisch also auch machen können. Wir hätten das ganze Programm aufzeichnen können, außer Nachrichten und Sport. Und dann, wenn wir das angefangen hätten, hätten wir jetzt ein wunderbar zugängliches Archiv. Aber das kostet halt. Und in Deutschland ist halt die Philosophie, ich will die gar nicht verteidigen, ich will es nur erklären, wenn wir doch ARD und ZDF haben und die haben schon Produktionsarchive und die passen auf die Sachen auf, dann warum sollen wir dann noch der Kinemathek so viel Geld geben, damit sie das auch tut? Keine Doppelstruktur. Und jetzt stellen wir aber fest, mein persönliches Ärgernis bei den Produktionsarchiven, dass die Produktionsarchive eben 4:3 Sendungen in 16:9 archivieren. Das heißt, sie sind eben ein Produktionsarchiv und kein historisches Archiv und ich kann jetzt bestimmte Sendungen gar nicht mehr in seine Ausgangsform bekommen. Das heißt, es ist ein Fehler gewesen zu glauben, dass ein Produktionsarchiv von ARD und ZDF das leisten kann, was ein historisches Archiv leisten kann. Aber da kommt das her, zu sagen, wir müssen sparsam mit dem Geld umgehen und wir haben das, wir finanzieren das, das ist teuer genug. Die haben diese Archive und die passen schon auf ihr Programm auf und das heißt erst seit den 90er Jahren Programmvermögen. And if I may add to this, now I understand a little bit more of your question because a big part of the project I mentioned in my talk about the treasury, the Schatzkammer, is a big part of that is the out of commerce agreement we have now with the Dutch public broadcasters, because we had exact the same issue with the broadcasters because they knew they could market, they could stream, whatever, they could monetize their content. And now we have an agreement with those broadcasters that there is a big part of the archive that is out of commerce, that is not commercially viable anymore. And that we can access online in 2 years. Hopefully with lots of more titles and so on, but that's going to be the main part of our online archive. Ja, das ist interessant, weil es wird ja immer, es wird ja immer so getan, als würden wir als Kuratorinnen sozusagen den Sendern was wegnehmen wollen, aber letztlich ist es ja auch eine Aufwertung, wenn jetzt Vivien Buchhorn das sich mit dem Sales-Archiv beschäftigt und die Filme überhaupt, also weil die Frage ist ja, wann ist denn überhaupt etwas wertvoll und wie wird etwas wertvoll, wenn wir diese Filme hier jetzt zeigen, dann nehmen wir sie ja niemandem weg, sondern wir holen sie wieder raus, wir machen sie zugänglich und das ist ja eine Add-on Value, wenn man so möchte. Und das ist, ich habe immer das Gefühl, dass ich, das liegt aber wirklich an der Struktur, dass ich als Bittstellerin komme und nicht als jemand, die aufwertet. So. Zumal, wenn man die Finanzierung mitliefert und eigentlich die Arbeit der Fernsehsender dann eben übernimmt, ja. Ne? Und dann noch Material hinzufügt, eigentlich. Genau. Ja. Ja, also ich würde eins gerne verstehen besser, weil einerseits wird sozusagen auf einen, ich sage jetzt mal, vermeintlich leuchtendes Modell Holland hingewiesen. Und wenn ich es aber richtig verstanden habe, besteht doch der Unterschied darin, dass es in Holland eine mit Geldern auch ausgestattete Institution gibt, die sozusagen Programm sammelt, die, und das fand ich ganz bemerkenswert, ein Team von 5 Leuten hat, die sich rund um die Uhr nur mit Rechteklärung beschäftigt. That was temporary for the museum. Ja, aber sozusagen, diese Fragen, die anscheinend in Holland ganz genauso bestehen, adressiert und das aber sozusagen nicht im Grundsatz ein Unterschied in den rechtlichen Situationen in Holland besteht zu denen, wie es in Deutschland ist, sondern es ist einfach, wenn ich es richtig verstanden habe, so,
dass da eine Institution sich darauf geeinigt wurde, ein anderes System von Archivausstattung zu machen und Beschäftigung damit, aber dass die rechtliche Situation nicht grundsätzlich anders ist als die in Deutschland. What I meant was those five people could be more, could be less at a certain time, but they were mainly focused on clearing material that was not in our archive. So that was coming from CNN, that was coming from BBC, Netflix, whatever. So that was mainly part of our museum. So those people were not clearing material from our archive, but that was coming outside of our archive. Frau Limbach, Sie wollten schon länger. Genau, also ich wollte auch noch was dazu sagen vorhin, also grundsätzlich ist es ja so, dadurch, dass die Archive in der ARD ja Abteilungen der Rundfunkanstalten sind und der Fokus der Rundfunkanstalten ist ja nun mal aktuelles Programm zu machen. Und von daher glaube ich, dass einfach diese Fragen der Zugänglichmachung und der Erhaltung in den Prioritätenlisten leider nach hinten rutschen, aus dem einfachen Grund, dass natürlich der Fokus ist, das aktuelle Programm zu gestalten und dass solche Archivfragestellungen daher natürlich, ja, das sind einfach auch Ressourcenkonflikte wahrscheinlich. Wie stellt man sich auf? Wie kann man das gewährleisten, dass eben auch die Archive bewahrt und geöffnet werden, wenn die ARD zum Beispiel auch Sparmaßnahmen vollziehen muss, etc. Das Deutsche Rundfunkarchiv hat da ja so eine Mittelstellung, sage ich mal. Wir sind eben nicht unabhängig, aber wir sind ein historisches Archiv und auf andere Art und Weise versuchen wir daher, alles möglichst auch historisch authentisch zu bewahren, zu digitalisieren, zu erhalten, zu langzeitarchivieren und zu öffnen. Also wir sind ja auch für alle Nutzergruppen offen und weitgehend kostenfrei. Dennoch ist es natürlich auch eine Ressourcenfrage, große Kooperationen zu machen, Kurationsprojekte etc. Also von daher ist natürlich auch immer die Frage, wo liegt der Fokus? Und in unserer Institution zum Beispiel liegt der Fokus auch noch sehr stark darauf, eben zu erhalten, zu bewahren, zu digitalisieren, sodass diese Öffnungsprojekte etwas sind, wo wir uns gerade fragen, ja, wie kommen wir denn dahin mit unseren Ressourcen, vielleicht mit Kooperationen, wie können wir das gewährleisten? Es ist auch, glaube ich, letztendlich auch eine Frage der Finanzierung ganz oft. Ja, ich würde gerne ergänzen, ich gebe Ihnen da grundsätzlich recht, das ist eine Frage des politischen Willens. Meine Abteilung Fernsehen, also mein Bereich Fernsehen in meiner Abteilung besteht aus mir und einer 0,8-Stelle. Da können Sie nicht so wahnsinnig viel mit kontextualisieren. Das hat aber auch den Hintergrund, dass eben dass das BKM lange Zeit gesagt hat, wir wollen gar nicht, dass ihr Fernsehen macht, weil dafür haben wir doch die ARD und ZDF, dafür zahlen doch schon alle. Das heißt, wir fallen halt auch in so ein Loch. Es ist schon ein Fortschritt, dass wir Museum für Film und Fernsehen sein können und dass es mich überhaupt da geben kann. Und dann gibt es jetzt einen weiteren Punkt, ich würde es gerne nochmal etwas deutlicher machen, als Sie es gerade gesagt haben. Es gibt eine Diskussion um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gibt ein Mantra, das heißt, jeder Cent, den wir bezahlen, muss ins Programm fließen. Es darf nichts mehr woanders hinfließen. Das merken auch viele Festivals, die früher Unterstützung von den Sendern bekommen haben, dass das einfach nicht mehr geht, weil jetzt alles ins Programm fließen muss. Das heißt, die Archive sich zu leisten, es wird viel stärker durch diese politische dieses politische Mantra gesagt, ihr müsst jetzt mehr denn je Produktionsarchiv sein. Macht ihr kein Gedöns mit Fernsehen aus den 60er Jahren oder kontextualisiert. Ihr seid genau dafür da, dass ihr morgen noch mal Programm machen müsst. Und wenn wir also jetzt bei der KEF und um 58 Cent Gebührenerhöhung diskutieren, dann diskutieren wir tatsächlich auf einen Sparkurs hin. Und dann werden uns die Produktionsarchive von ARD und ZDF darin nicht retten. Das muss tatsächlich politisch durchgesetzt werden. Und wenn ich beim WDR, ich sehe hier ist Jörg Fries, mein Partner vom DHM, mit dem wir ab und zu schöne Veranstaltungen zusammen machen, wenn ich vom WDR etwas haben möchte, dann kann ich die Lizenzen relativ günstig kriegen, weil wir die Verträge haben.
Ja, aber ich bezahle für jedes Delivery an eine private, ausgesourcete Firma, die WDR Media Group, ein Handling-Fee, das dann eine einfache Veranstaltung für mich doch sehr teuer macht. Und das sind irgendwie Dinge, das kann man auch nicht dem WDR vorwerfen, sondern der WDR hat auch irgendwann gesagt, wenn wir sparen müssen, dann geben wir eben unsere monetarisierbaren Programmvermögen auch an eine private GmbH, die dann für uns Geld einspielt. Das ist wirklich, das ist eine Mischung aus Politik und Kommerz. Und wie ganz häufig sind die Leute, die sich jetzt um den kulturellen Distinktionsgewinn kümmern und sagen, ist doch toll, dass wir wieder etwas an die Öffentlichkeit ziehen, das ist in dieser Logik nicht zu beziffern, weder finanziell noch politisch. Darf ich eine Verständnisfrage? Das Archiv, was Sie machen, ist das gleichzeitig das Produktionsarchiv für die Sender? Ja. Das ist der dramatische Unterschied. Und da kommt auch das Geld her und könnte auch das Geld herkommen. Weil wir haben Archive von den ganzen ARD-Anstalten, die sich ja über große Teile überlappen, und vom ZDF. Das heißt, wenn man die zusammenfassen würde, könnte man mit Fug und Recht die nächste Rundfunkgebührenerhöhung beanspruchen und würde sie vielleicht sogar kriegen. Vielleicht eine Ergänzung noch. Auch historisch, weil das jetzt möglich war. Ich habe ja früher als Volontär dem Dieter Kronzuger im Heute-Journal zugearbeitet. Da musste ich immer zu Fuß ins Archiv runter, ja, und habe dann eine Matz geholt oder was auch immer, ja. Das ist, und als Produzent vor 10 Jahren bekam ich vom WDR-Archiv noch die Beta-Bänder. Heute geht es per Link. Und dadurch ist es möglich, was der Herr da macht. Und dadurch wäre auch möglich, dass die Sender ihr Produktionsarchiv nicht mehr im eigenen Haus brauchen. Frau Limbach. Ich musste etwas schmunzeln, denn diese Geschichte gibt es in Deutschland ja tatsächlich auch. Das Deutsche Rundfunkarchiv ist heute vor allem ein historisches Archiv, was DDR und Reichsrundfunkgesellschaft bewahrt. Es wurde aber schon oft diskutiert, ob es nicht eine zentrale Archiveinrichtung in Deutschland geben soll. Und das Deutsche Rundfunkarchiv war zum Beispiel auch im Gespräch. Letztendlich braucht es da aber auch den politischen Willen und den Willen aller Sender, damit das so etwas passieren könnte. Oder im Moment ist es halt so, dass es tatsächlich einfach in den Abteilungen der Rundfunkanstalten liegt und es eben noch ein Spezialarchiv gibt, uns. Und das wäre natürlich eine große Umstrukturierung, wo es auch Willen der ARD, politischen Willen etc. braucht. Und das Eingangszitat zum Beispiel ist ja auch die Frage, bleiben die Produktionen dauerhaft in der ARD oder werden sie irgendwie doch eine Art ins Bundesarchiv integriert? Es gäbe da jetzt verschiedenste Wege, die man denken könnte, aber die einfach auch ihre eigene Geschichte haben, die diskutiert worden sind, und das ist die aktuelle Struktur. Und ich glaube, da müsste viel passieren, um das zu verändern. Ja. Wir kennen ja aus den letzten Runden auch diesen Verweis auf die Politik, aber es braucht doch auch jemanden, der die Politik darauf viel stärker noch hinweist, aus den Sendern. Und auch aus einer deutschen Kinemathek. Also die Rufe müssen doch da lauter werden. Also, weil wir können ja nicht nur darauf verweisen, der müsste kommen. Er kommt ja nicht. Also, die Idee einer deutschen Mediathek gab es, genau wie Sie historisch nochmal hergeleitet haben, vor 2006, und zwar schon 20 Jahre vorher. Und 2006 gab es dann die deutsche Kinemathek. Also die deutsche Kinemathek gibt es auch schon seit 60 Jahren, aber es gab das Museum für Fernsehen dann ab 2006 in den Räumen der Kinemathek, und der Hintergrund war eben, dass dieses Mediatheksprojekt gescheitert ist und man aber sich so viel über Rechtefragen und könnte man das theoretisch machen, schon verständigt hatte, dass dann der damalige Direktor Prinzler gesagt hat, jetzt ziehen wir das zu uns, und hat dann sofort mit dem Geldgeber BKM irgendwie sozusagen in Struggle geraten, so wie ist das denn Kunst oder kann das nicht weg? Also das ist ja auch eben immer die Frage, da gibt es auch so einen Vorbehalt oder sehr lange über das Fernsehen, ob es den gleichen Rang hat wie das Kino. Ja, natürlich haben Sie da völlig recht. Es müsste von meinem Herzen her einen größeren Aufschrei geben. Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Tumult der Digitalisierung gibt es so viele riesige Aufgaben, die zu bewältigen sind.
dass es sehr schwierig ist, sich für dieses spezielle Thema noch Gehör zu verschaffen, was nicht heißt, dass ich das nicht richtig finde, aber es hat schon auch sehr lange gedauert, um diese Digitalisierungsoffensive in Gang zu setzen, die dafür sorgt, dass, dass wichtige Filme auch der Nachwelt irgendwie bespielbar bleiben, weil wir ja irgendwann keine Projektoren mehr in den Kinos endgültig vorfinden werden und diese Dinge nicht mehr zugänglich machen können. Und ich glaube einfach, wir müssten trennscharfer, also klarere Formulierungen finden, was wir da unbedingt wollen. Und das ist eben dann doch ein Unterschied, ob jetzt das Rundfunkarchiv sagt, wir würden gerne ein bisschen mehr kontextualisieren, oder ich sage, ich hätte vielleicht gerne eine Stelle mehr und ein bisschen Etat, um mal einen Justiziar zu fragen, ob ich das eigentlich darf. Das ist dann wieder so eine breite, breite Range. Ich würde gerne nochmal auf die Bildung zu sprechen kommen, weil wir das vorhin kurz erwähnt hatten. Und wir hatten gestern mit Bart im Vorgespräch darüber gesprochen, es gibt in den Niederlanden ein Schulfach, das heißt Medienweisheit, das uns sehr gut gefiel. Also wir leben in einem Strudel der digitalen Bilder und in einer permanenten Überforderung, auch gerade für Jugendliche. Deswegen wäre ja genauso ein haptischer Raum, ja, also ein Museum. Also wir könnten ja mal über das sprechen, was möglich ist. Ja, jetzt haben wir ganz lange darüber gesprochen, was auch wichtig ist, wie ist die Rechtslage, was ist nicht möglich, was möglich ist oder was auch heute, wenn jetzt heute eine Schulklasse in Berlin ins Museum, in die Ausstellung der Kinematik geht. Ja. Und wir waren letzte Woche nochmal da und haben uns das auch nochmal angeschaut. Wir haben auch nochmal die Mediathek benutzt. Es gibt ja immer Möglichkeiten. Ich verstehe, die Stellen sind eng, alles ist unterfinanziert. Und nichtsdestotrotz, Sie sind ja da, Sie können ja agieren, Sie haben ja Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel in dieser Mediathek eine Verschlagwortungssuche, wo man eben gerade, wie Sie angesprochen haben, Menschen sind ja oft überfordert, gerade die Schulklassen könnten sich dann beispielsweise durch Themen schon mal durchklicken. Da gibt es genau ein Schlagwort, Zweiter Weltkrieg, kein weiteres. Ja, da möchte ich einfach so sagen. Unbedingt. Und dann nur noch als Zusatz zur Ausstellung, ich würde mich auch freuen, wenn Sie dazu einfach nur kurz ein paar Sätze nochmal sagen könnten. Ich hatte den Eindruck, die Schulklasse, die dort reinkommt, ist auf dem Stand von 2006. Also wenn wir in Vitrinen, Soap-Operas wie Gute Zeiten, Schlechten Zeiten oder Schokoladentafeln neben dem, also ich bin jetzt sehr polemisch, ja, also weil ich glaube, dass wir dadurch erstmal auch verstehen, wo, mir geht es darum, wo können wir Dinge möglich machen, mit wenig Geld. Und wenn diese Schulklasse dann vor der Schwarzwaldklinik steht und die Bierdose daneben steht, dann habe ich damit erstmal ein Problem, weil das hat gar nichts mit dem Bildungsauftrag zu tun, der uns so stark in der Filmbildung und dadurch dann auch in der Filmpolitik in Deutschland gerade fehlt. Also erstens, ich habe mal Lehramt studiert, weil ich dachte, wenn ich mit dem Studium fertig bin, gibt es das Fach Medien und dann werde ich dann die erste Medienlehrerin der Bundesrepublik. Jetzt stehe ich quasi kurz vor meiner Rente und es gibt dieses Fach immer noch nicht. Es ist ein riesiges Thema, gebe ich total recht. So. Der zweite Punkt ist, muss ich jetzt leider sagen, wir arbeiten gerade an einer neuen Datenbank. Die Datenbank, die im Moment bei uns läuft, ist under construction. In der neuen wird es smarter und besser gehen, aber die ist noch nicht fertig. So. Und wir lassen es einfach laufen und hoffen, dass die Leute sich trotzdem irgendwie amüsieren. Der dritte Punkt, den Sie jetzt genannt haben, das sind Vitrinen, die vor einer großen Installation laufen, die auch in 2006 stecken geblieben ist. Als ich ins Museum gekommen bin, habe ich gesagt, wir müssen das dringend aktualisieren. Ich muss einfach sagen, ich habe nie das Geld dafür bekommen. Es ist einfach eine schiere Geldnot. Und dann gibt es einen Raum, den Sie jetzt nicht erwähnt haben, der heißt Zeittunnel. Der war, als ich kam, tatsächlich rückwärts gewandt, 2006 zurück. Wie hat das Fernsehen mal irgendwann angefangen? Und da habe ich gesagt, ich möchte gerne, dass da moderne Medien drin vorkommen, dass es um die Verbindung zwischen Fernsehen und Nonlinearem geht. Da gab es Brillen, die man aufsetzen kann für 3D. Das veraltet auch wahnsinnig schnell. Es gibt eine volumetrische Installation. Dann kam Corona und es ist sehr schwierig. Wir haben alle gelernt, dass es mit den Brillen und der Hygiene so ein echtes Problem ist. Deswegen ist das auch viel schwieriger, als ich es mir in meiner Naivität gedacht habe. Also man ohne, dass das, was ich jetzt gerade hier in der Präsentation gesehen habe, ist, habe ich gelernt in den Jahren, in denen ich jetzt im Museum bin, sauteuer. Und man muss es ganz regelmäßig erneuern, wenn man eben kein historisches Konzept hat. Und wir versuchen in der Kinemathek mit
mit Bildungs- und Vermittlungsangeboten in Workshops und so weiter die Leute zu kriegen, weil wir auch selber wissen, wir verlassen ja das Museum auch in einem Jahr, da wird man das auch nicht mehr nochmal aktualisieren für 30.000, 40.000 Euro. Wir werden uns ganz neu erfinden müssen am neuen Quartier, wir werden stärker auf Bildung und Vermittlung gehen. Und das, was ich fand, was man eben jetzt in Hilversum auch gesehen hat, wo ich... Also ich bin ja eben Fernsehkind, ich finde es ganz normal, dass man einfach nur auf dem Bildschirm starrt, das ist sozusagen meine Gewohnheit, ja, aber die Kuratoren aus dem Filmbereich sagen, das muss doch alles haptisch sein und wir müssen irgendwie Vitrinen haben. Es ist auch eine Veränderung im Mindset. Wenn wir, je mehr wir uns digitalisieren, desto mehr ist so ein Museum, sieht es aus wie das Cockpit vom Raumschiff Enterprise. Es ist eben dann, ich setze mich irgendwo in eine Kapsel und gucke für mich das an, was ich gerne sehen möchte. Das ist ein fast völlig anderes als Kinoerlebnis und auch völlig anders als das Fernseherlebnis, das gestern Abend letztes Mal gefeiert worden ist im ZDF. Und wir werden uns mit den neuen Museen und mit den neuen Technologien anders aufstellen müssen, weil wir eine Generation vorführen, die schon mit 3 Jahren das Gefühl hat, wenn man Bilder gucken will, muss man immer so machen. Ja, das ist einfach eine ganz andere Erfahrungswelt und deswegen finde ich das einfach toll, dass das in Hilversum zusammengedacht worden ist, weil ich glaube, dass wir heute in der Vermittlung von heute zurück erzählen müssen, während wir früher immer gesagt haben, wir müssen euch erst den Anfang erklären, damit ihr das heute versteht. Das ist ein totaler Perspektivwechsel. Yes, and I think the one of the big reasons, and I didn't mention it in the presentation, but when we realized we had to change, was one thing that the kids in our museum tried to do this, but the touchscreen was still doing this from 06, okay? That's one thing, but also that the story we told from 06 on was really centered about on radio and television, and we needed a new story because we saw the world of media change, and that needed a new story and that needed a new experience. And that's what you can do at this moment in our museum, and that's why we are attracting so much schools and families. And those are the main target groups for us. And that means that we are less leaning on nostalgia, and that's a deliberate choice. But we're using the nostalgia to give context to the modern day world. Ich würde jetzt gerade total gerne einfach kurz widersprechen, weil ich verstehe schon, was Sie sagen mit, wir leben in einer Gegenwart der multiplen Bildschirme und Kinder und Jugendliche können sich nur noch in diesen Formaten und so bewegen und so. Also ich arbeite selber seit 20 Jahren in der Filmbildung und meine Erfahrung ist, dass Bildung viel damit zu tun hat, Räume zu schaffen, die Gegenräume zu der Öffentlichkeit sind. Also vor allem zu einer kommerzialisierten Öffentlichkeit. Und für mich ist diese Ausstellung hier ein ganz gutes Beispiel, was das heißen kann. Es gibt hier keine Touchscreens, es gibt keine multiplen Displays, es gibt ganz einfach Bildschirme mit ein paar Sitzen darum und man kann gemeinsam Filme schauen. Und ich war in den letzten 10 Tagen oder wie lange das hier läuft, mehrmals hier und ich habe sehr viele Gruppen gesehen, die gemeinsam Filme geschaut haben. Und es gibt die Option, das sind ganz triviale Optionen, dass man ein Kino mietet, dass man eine Gruppe von Leuten zusammenbringt und sagt, wir möchten als Gruppe zusammen einen Film schauen und gehen dazu gemeinsam in einen Raum. Ich verstehe schon, dass man immer auch viele Leute erreichen möchte, aber ich glaube, dass es in Bildung um Qualität geht und dass ein Nachdenken darüber, was ein Archiv der Bilder ist, auch ein Nachdenken darüber ist, welche Formen der Auseinandersetzung mit Bildern wir eigentlich haben möchten. Und die Frage wäre für mich, möchten wir sozusagen immer stärker individualisierte Menschen, die immer stärker sich nur in diesen Displays bewegen, oder möchten wir sowas wie Gemeinschaft herstellen, kollektiven Austausch, Begegnungsräume und so weiter? Darf ich darauf kurz antworten? Ich würde für uns ganz kurz antworten wollen. Ja, wir wollen irgendwie mit euch hier sprechen. Wir wollen wieder physisch gemeinsam an einem Ort sein und uns austauschen. Das Schöne ist, dass das offensichtlich die letzten 10 Tage hier funktioniert hat. Das ist für mich das größte Geschenk. Ja. Ich wollte auch noch mal für das Klassische Archiv, also wir haben tatsächlich ja nicht diese kuratierten Angebote, aber wir sehen uns schon als offenes Haus. Man kann zu uns kommen.
Man kann in der Datenbank recherchieren, es gibt Sichtungsplätze. Gerade an unseren historischen Beständen ist wirklich sehr vieles möglich. Und wir haben tatsächlich auch ein Rechte-Team, was auch für private Nutzer und auch für die gemeinnützige Öffentlichkeit, die Wissenschaft, die Rechte klärt. Also es kann natürlich sein, dass noch hier und da, je nach Verwendungszweck, was nacherworben werden muss. Es wird dann auch entsprechend die Informationen mitgegeben, die man dafür braucht. Und von daher, es finden nicht mehr so viele zu uns, glaube ich. Also wir haben natürlich Wissenschaftler dort. Es könnte mehr sein. Und wir versuchen natürlich auch, wir haben jetzt auch einen digitalen Streaming-Server, wo wir auch Dinge digital bereitstellen können. Die Datenbanken haben wir leider, können wir noch nicht zugänglich machen. Das wäre auch ein größeres Projekt, also sie digital zugänglich zu machen. Aber tatsächlich sind unsere Bestände ja auch sehr tief erschlossen. Also vor Ort kann man zumindest auch sehr tiefgehend daran recherchieren und wird sonst auch betreut. Also unser Angebot, dass wir auch für Leute recherchieren, wir haben einen richtigen Servicedienst, der auch über unsere Homepage und per Telefon erreichbar ist, die auch komplexe Recherchen machen, weil unsere Datenbanken auch nicht dafür ausgelegt sind, dass sie so selbsterklärend sind. Also ist auch diese Expertenrecherche wird sehr gut angenommen. Und von daher, also wir sehen uns da schon als offenes Haus. Tatsächlich sehen wir uns eben nicht als Gestalter von Bildungsangeboten so in der Tiefe. Also wir nehmen schon auch, wir bieten auch Führungen an für Klassen oder entsprechend erarbeiten dann dort oder recherchieren vor. Aber letztendlich würden wir uns da freuen, wenn es auch mehr Kooperationen geht und wenn man auslotet, was machbar ist. Also ich persönlich würde auch sagen, wir haben auch vielleicht so ein bisschen den Gedanken, dass natürlich Wissenschaftler und Kuratoren da draußen sind, die das Handwerk vielleicht auch noch besser verstehen. Wir sind eher die Experten für die Bestände. Schön. Ich würde sagen, das nehmen wir jetzt mal als so eine Runde vielleicht nochmal für abschließende Statements, gerne auch noch von Ihrer und eurer Seite. Wir haben ja dann noch eine zweite Runde nach der Mittagspause, wo es dann nochmal konkret um dieses Archiv geht, was hier sich geöffnet hat in den letzten 10 Tagen. Aber vielleicht nochmal die Frage, Claudia, du sagst, wir wissen ja alle, die Kinemathek muss raus aus dem Filmhaus. Wie wird das, macht ihr dann auch so eine Taskforce wieder in den Niederlanden oder wie wird das vonstatten gehen? Gibt es da die Möglichkeit, mit euch drüber in Kommunikation zu treten? Gibt es ein Angebot an die Öffentlichkeit, wie die Kinemathek sozusagen oder auch speziell jetzt diese Fernsehsammlung, wie sich das verändern wird in den nächsten Jahren? Also wir wissen ja schon, wohin wir gehen, aber ich darf es nicht sagen. Mhm. Wir denken jetzt auch schon diesen neuen Raum. Es wird aber kein Museumsraum sein im klassischen Sinne. Man braucht auch einfach Quadratmeter ohne Ende, wenn man eine begehbare Ausstellung machen möchte. Wir fangen jetzt an zu diskutieren, wie wir das für das Zwischenquartier, wie wir es nennen, neu erfinden wollen. Und dann planen wir ja einen Neubau, der soll, das weiß man ja auch schon, vor dem Gropiusbau dann entstehen. Bis dahin bin ich aber in Rente. Also das werde ich jetzt als Mitarbeiterin der Kinemathek gar nicht mehr erleben. Das heißt, wir müssen zwei verschiedene Situationen denken und im Zwischenquartier denken wir eben eher modular und denken darüber nach, dass wir viel Bildung und Vermittlung machen, Diskussion, das passt alles für mich sehr gut. Ich gehe davon aus, dass die Zeit, in der ich für Fernsehen zuständig bin, in diesem einfachen Sinne des linearen Programmes, das abgestrahlt wird, dass das immer weiter in den Hintergrund gehen wird. Deswegen heißt meine neue Abteilung ja auch Fernsehen, Daten und Bibliothek. Das ist eben um Informationsvermittlung geht und dass wir auch am neuen Haus auf keinen Fall mehr Museum für Film und Fernsehen heißen, weil das viel zu eng ist. Und das ist aber nicht trivial, dann sich zu überlegen, worin da dann irgendwie die Schwerpunkte stehen. Wir kriegen auch eine neue künstlerische Leitung. Also wir sind in jeder Weise im Umbruch und können uns, glaube ich, noch nicht an die Öffentlichkeit richten mit Fragestellungen, weil wir erstmal einen Selbstverständigungsprozess haben. Ich würde gerne ganz kurz nochmal, weil ich einen Satz auch nochmal zu dem, ich finde das, was ich hier sehe, total toll. Das kleine Fernsehspiel ist ja auch ein Hybrid zwischen Kino und Fernsehen. Und deswegen glaube ich, dass die sozusagen dass eine exemplarisch gute Möglichkeit ist, mit diesem Material auch Leute in einen dunklen, schwarzen Raum zu kriegen, die ein Kinoerlebnis haben wollen. Ich glaube, was uns beide jetzt eint, ist die Erkenntnis, dass das mit dem Fernsehen etwas anders ist. Also dass das, was wirklich dann nur noch Fernsehen ist. Und dass da einfach viele Devices jetzt plötzlich
kommen und viele verschiedene Angebote. Und darum wird es in Zukunft, glaube ich, sehr stark gehen, dass wir uns überlegen müssen, was ist der Kern davon, was verbindet das alles zusammen, Ton und Bild, was heißt das eigentlich? Und auf diese Reise müssen wir uns machen und die finde ich auch sehr spannend. Und ich glaube, dass wir am Ende des Tages ganz viele, dann doch ganz viele Möglichkeiten haben, individuelle Dinge abzurufen, weil die Erinnerungs-, sozusagen die Sehhistorie auch so individuell geworden ist. Also die Leute haben so viele verschiedene Erfahrungswelten. Jetzt mein Kollege, der sagt dann immer, das ist aber doch total neu. Und der ist halt Jahrgang 89. Da sage ich, ja, das haben wir in den 70er Jahren hat es das schon mal gegeben, aber da warst du noch nicht auf der Welt. Jeder hat jetzt plötzlich das Gefühl, dass die Geschichte genau da anfängt, wo man selber angefangen hat zu gucken. Das ist auch total legitim, aber darauf müssen wir edukativ Rücksicht nehmen. Wir müssen die Leute da abholen, wo sie selber denken, wo sie stehen. Das war das nur, was ich meinte. Bart, Vivian hat dich gestern gefragt, das fand ich, wo ist der Haken? Nein, also was ist bei euch etwas, wo du sagst, das können wir noch nicht so gut oder da sind wir vielleicht auch, was nimmst du mit von hier? Versuch mal von euch aus, was jetzt erstmal so als leuchtendes Beispiel natürlich daherkommt, zu formulieren, wo auch da vielleicht Lücken sind oder wo du Bedarf siehst? Well, I think that an exposition like this one, that's not something we could do now, that is considered too niche. And in response to this gentleman about Filmbildung, I think that the criticism we get sometimes is that it's too lowbrow. It's too much aimed at a big public. And we want to do more smaller expositions, smaller themes, etc. But the focus is now in getting the new museum up and running, getting it stable, especially in technical sense. So I think that the criticism we get sometimes is that it's too much a fun day out and where's the educational sense in it. And I think, speaking for myself, is I'm very happy that in comparison to the former museum that we are much more giving context, and that is very important, and it's very important also for our public, I think. But it's also combined with a nice day out for us. So some people think, yeah, is it really a museum? It's much more a theme park. That we've heard that one before, but the theme park is a way to approach those people who wouldn't visit a museum otherwise, but they are visiting us. So that's a bit, you know, it's a not so much a dilemma, but it's a choice. And I think that the choices we have made in the last years have been the right choices for now. So we would love to do a similar exposition on a Dutch title, which is compared to the Kleines Fernsehspiel, but I think for now it's something we would do in collaboration with a cinema or something. Vielleicht ist es ein guter Punkt, um dann jetzt eine Pause zu machen und es sei denn, ich gucke gerade, man sieht nicht alles, um eine Pause zu machen und dann uns nochmal konkret dem kleinen Fernsehspiel zu widmen. Ich finde schon, dass wir, also mein Gefühl ist, dass wir heute nochmal ein Stück weitergekommen sind. Was ganz klar ist, es muss einen politischen Willen geben, aber den muss man auch forcieren. Vivian, hast du noch
Ja, und auch innerhalb der Sender, ne? Das ist einfach so, dass man auch, dass ich mich auch immer frage, sehen die Intendanzen, was sie tun, ne? Also, aber was, glaube ich, irgendwie total klar ist, und das ist, dass wir das nicht von einem anderen kulturellen Erbe trennen können. Also, weil Fernsehen ist Zeitgeschichte, Fernsehen ist Filmgeschichte, Fernsehen ist auch Fernsehgeschichte, und ob Low- oder Highbrow, finde ich in dem Fall am wichtigsten, dass wir Räume schaffen, in denen darüber kommuniziert werden kann. Jeder Raum ist, glaube ich, im Moment total wichtig und nötig, und ich möchte auch die physischen Räume da nicht ganz ausklammern. Ja. Vielleicht kann ich da aber noch ergänzen zu der ARD-Archivöffnungsstrategie. Also wir werden gesehen im Public-Value-Bericht und im Nachhaltigkeitsbericht der ARD kommen die Archive mit ihrer Öffnungsinitiative vor. Und es ist Thema, und wir wollen die Projekte auch weiter nutzen. Wir haben dadurch ja auch ein enges Netzwerk der Archive wieder aufgebaut, um die Archive zu öffnen. Wir sind in verschiedensten Gremien in der ARD aktiv. Wir wollen natürlich auch nutzen, um das Thema zu setzen. Und wir hoffen, wir gehen natürlich auf solche Termine hier nach außen, wir hoffen natürlich auch, dass das auch politisch vielleicht Einfluss nimmt. Und im Rundfunkrecht muss man sagen, also im Rundfunkstaatsvertrag und in den Telemedienkonzepten ist ja in den letzten Jahren auch einiges passiert. Unser größter Erfolg war eigentlich, also was nicht nur auf uns, sondern auf die Debatte in der ARD zurückzuführen ist und auch auf die politischen Debatten, dass zum Beispiel Online-Archive ja jetzt auch im Auftrag oder in den Telemedienkonzepten drinstehen als Teil der Angebote der ARD. Das war vorher viel restriktiver, da war das im Prinzip gar nicht im Auftrag implementiert. Also man muss schon sagen, da passiert was, aber ich glaube, wir müssen alle weiter schieben. Ja. Vielen Dank in diesem Sinne. Danke, dass ihr und Sie dabei waren, und ich hoffe, wir sehen uns in einer Stunde wieder, wenn es um das kleine Fernsehspiel geht. Vielen, vielen Dank.